So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum ESB-Tutorium am 10.12. Wir haben wieder einige Themen vor uns. Schön, dass ihr da seid und gucken wir mal, wie wir da durchgehen und ja, vielleicht nicht so sehr links, rechts abweichen, aber mal gucken, was passiert. Das erste Thema ist eine Winkelkodierscheibe. In der Hausaufgabe mit 15 Grad Auflösung. Für uns gelten jetzt 60 Grad Auflösung. Und daraus soll ein einschrittig zyklischer Binärcode entwickelt werden. Vielleicht erstmal nochmal grob Winkelkodierscheibe. Was hieß das eigentlich? Was wissen wir über die? Genau, also es ist halt irgendwie so eine runde Scheibe gewesen. Auf dem Bild müsste das gewesen sein. Und darauf sind Muster drauf. Und Scheibe sagt es im Prinzip auch schon. Was wissen wir denn über Gradzahlen von so einem Kreis? Der hat 360 Grad, genau. Insgesamt sind es 360 Grad und die Winkelkodierscheibe, wie schon der Name auch wiederum sagt, es ist ja so, dass wir dann halt das in mehrere ja, Teile teilen, die dann alle einen bestimmten Winkel haben. Das heißt, wenn wir den Winkel angegeben bekommen haben, was quasi die Auflösung ist, in dem Fall bei uns 60 Grad, dann können wir wie viel Codewörter auf dieser Winkelkodierscheibe unterbringen? Genau, wir haben 360 Grad zur Verfügung. Jetzt sollte ich vielleicht doch noch einmal hier wechseln. Also, was gilt für die Codewörter? Wir haben 360 Grad zur Verfügung. Wir haben eine Auflösung von 60 Grad. Also wir teilen unsere 360 Grad durch 60 Grad. Heißt für uns irgendwie, wir kommen auf 6 Codewörter noch raus. Und das ist also dann unser Ziel jetzt, dass unser Code dann nachher 6 Codewörter hat. Einschrittig zyklisch soll dieser Binärcode sein. Es gibt ein Verfahren aus der Vorlesung dazu. Erinnert sich noch jemand, wie das Verfahren in der Vorlesung war, um zu einem einschrittig zyklischen Binärcode zu kommen? Genau, rekursiv war die Konstruktion, das stimmt. Das heißt, wenn sie rekursiv ist, dann haben wir mehrere Schritte. Und wir müssen irgendwo mit anfangen, um dann weiter in die Rekursion zu gehen. Das ist die eine Hälfte. Genau. Und die andere Hälfte mit der führenden 1. Was wir als allererstes natürlich brauchen, ist erstmal unser Start. Und zwar starten wir immer mit unseren Codewörtern 0 und 1.
Und dann gehen wir die Schritte durch. Das erste ist eben diese führende Null. Vor alle vorhandenen Codewörter. Das wäre jetzt bei uns, wir haben die 0 und die 1. Wir setzen jeweils eine 0 und eine 1 davor. Das heißt, aus 0 wird 0, 0 und aus 1 wird 0, 1. Und auch hier schon richtig beschrieben, eben, wie ihr das da habt, ist das zweite ist dann eine führende 1. Und auch die Anmerkung, die ich da sehe, ist auch eben genau richtig. Wir müssen, voilà, ja, da war noch kein Doppelpunkt. Die Anmerkung ist auch richtig. Wir müssen aufpassen, dass das Ganze in umgekehrter Reihenfolge ist von den notierten Codewörtern. Was würde das denn jetzt heißen für meinen Code? Was würde ich dann jetzt als nächstes quasi schreiben? Genau, gut. Nee, Moment. Knapp daneben. Auch nicht ganz. Eine führende 1 vor die. Man muss immer sagen, die Schritte 1a und 1b werden zwar nacheinander, aber unabhängig voneinander ausgeführt. Unser Start waren die hier oben. Die Codewörter 0 und 1. Das heißt, ich muss jetzt. Fast. Okay, ich helfe euch. Also, wie gesagt, unser Start 0 und 1. Jetzt haben wir bald alle Optionen durch. Also, wie gesagt, 0 und 1. Wir gehen Schritt A und Schritt B werden unabhängig voneinander durchgeführt. Deswegen schreiben wir einmal halt hier eben die führende 0 davor. Das haben wir hier gemacht. Und die führende 1 in umgekehrt notierter Reihenfolge basiert wieder auf dem, womit wir starten. Und umgekehrt notiert heißt, wir fangen hinten an, das heißt mit der 1. Das heißt, wir haben die 1, setzen eine führende 1 davor, kommen damit zur 1, 1. Und das zweite ist, wir haben eine 0, setzen auch da eine führende 1 davor und dann haben wir eine 1, 0. Gucken uns das Ganze an, das heißt, die Codewörter, die wir nach dem ersten Durchlauf erzeugt haben, sind 00, 01, 11, 10. Ja, also quasi erstmal die mit der 0 davor und dann die mit der 1. Das sind einfach nur die übertragen. Damit haben wir vier Codewörter. Das haben wir gesagt. Wie viele Codewörter brauchen wir? Wir brauchen sechs Stück oder unser Code soll aus sechs Codewörtern bestehen. Wir haben nur vier. Heißt, wir sind irgendwie noch nicht fertig. Was machen wir also jetzt als nächstes? Ja, fast. Also geht schon in die richtige Richtung. Genau, irgendwie sind wir noch nicht fertig. Wir müssen irgendwie noch was verlängern. Und insofern, wir führen diese Schritte, die jetzt irgendwie 1a und 1b genannt habe, nochmal aus. Jetzt gehen wir natürlich nicht mehr vom Start weiter, sondern von da, wo wir gerade unsere Codewörter eben aufgeschrieben haben. Das heißt, diese vier Codewörter sind jetzt der Ausgangspunkt dafür, dass wir das Ganze nochmal wiederholen. Das heißt, als erstes nehmen wir unsere vier Codewörter und setzen vor alles eine führende 0. Damit kommen wir dann auf welche neuen Codewörter?
Genau, das sieht richtig aus. Also, wir setzen vor die 00, setzen wir noch eine 0 davor. Vor die 01 setzen wir ebenfalls eine 0 davor. Vor die 11 setzen wir eine 0. Und vor die 10 auch eine 0. Das heißt, wir kommen auf 000, 001, 011 und 010. Und ihr ahnt es, das Gleiche müssen wir natürlich, wir müssen den Schritt zu Ende machen. Also das Ganze auch nochmal mit der führenden 1 vor alle Codewörter, mit denen wir jetzt für die zweite Runde gestartet sind, in umgekehrter Reihenfolge. Und jetzt habt ihr die Chance, das da auch noch einmal entsprechend zu machen. Wie sieht das an der Stelle aus? Und Achtung, Schritt 1a, 1b sind unabhängig voneinander. Das heißt, wir brauchen jetzt also wieder 3 Bitlänge. Wir gehen von den 4 hier aus. Ja? In Code. Ich habe quasi die 4 Codewörter, die wir nach einem Schritt, nein, nicht nach einem Schritt, die wir nach einem Durchgang erzeugt haben, die genommen und dann genau das gemacht, was hier oben beschrieben ist. Ich habe die übertragen, also 00 und dann eine führende 0 davor gesetzt. 01, die führende 0 davor. 11, die führende 0 und 10 mit der führenden 0. Und ich meine, ich habe für die zweite, für 1b, jetzt auch schon die richtigen Lösungen dazwischen gesehen. Viele richtige Lösungen, das sieht gut aus. Zumindest, wenn ich es auf den ersten Blick richtig sehe. Genau, jetzt müssen wir hier halt eben aufpassen. Wir gehen also wieder vor. Wir fangen hier an mit unseren Codewörtern, allerdings umgekehrte Reihenfolge. Also müssen wir von hinten anfangen. Die 10 ist das erste von hinten. Davor wird eben die führende 1 gesetzt. Das nächste ist die 11. Auch hiervor wird eine führende 1 gesetzt. Die 01, eine führende 1 davor gesetzt. Und die 00, auch hier eine führende 1 davor gesetzt. Für mich natürlich jetzt relativ einfach, das am Computer zu machen. So, kann man die Codewörter trennen, damit man, ich glaube, an der Stelle gibt es keine explizite Beschriftung, wie man das macht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in den Folien noch irgendwie anders ist. Wichtig ist, dass man halt die Codewörter da auch zählt. Müsste ich in den Folien gucken, ob das da irgendwie nochmal explizit gemacht wurde. Ich glaube, tatsächlich im Beispiel war das ohne Komma. Genau, das heißt, wir haben jetzt also 4 Codewörter mit Schritt 1a erzeugt und 4 Codewörter mit Schritt 1b. Wobei eigentlich ist es ja 2a und 2b. Und das zusammengenommen ist dann das Ergebnis des zweiten Durchgangs. Und da hier gerade nochmal die Nachfrage kommt, wenn wir jetzt ein Komma dazwischen setzen, ob das nicht falsch wäre, also ob das okay wäre und nicht Punkte abgezogen gibt, so rum. Ach, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich müsste da tatsächlich das überprüfen, was in den Folien an der Stelle dann ist, bevor ich da was Falsches sage. Was waren das? Winkelkodierscheibe. Rekursion. Genau, in den Folien ist es sogar mit Komma angegeben, also insofern dann könnt ihr das danach machen. Das wäre dann entsprechend so mit geschweiften Klammern. Das ist das, wie es Beispiel auch in den Folien an der Stelle gegeben ist. So, das Ergebnis von uns aber hier war jetzt gerade folgendes.
Und ja, was stellen wir fest? Wir haben jetzt gerade ein kleines Problem, oder? Too much. Ja, wir haben zu viele Codewörter. Das ist ja ein wenig doof. Was können wir machen, wenn wir zu viele Codewörter haben? Wir brauchen ja nur sechs, jetzt haben wir acht. Also bis hierhin haben wir auch keinen Fehler gemacht. Die rekursive Konstruktion ist halt so, dass wir damit ja immer quasi auf Zweierpotenzen ja sind. Ne? Wir haben angefangen mit 2, dann 4, dann 8. Als nächstes hätten wir 16. Also daran liegt es nicht. Das ist soweit alles gut. Und wir haben jetzt halt zufällig zu viele Codewörter. Wir brauchen nur 6. Wir dürfen nur 6 haben. So muss man es eigentlich auch sagen. Für unser Beispiel hier. Was könnten wir also machen? Wenn wir zu viel haben, streichen wir vielleicht welche. Oder nehmen halt nur einen Teil des Ganzen. Was müssen wir beachten, wenn wir jetzt hier nur einen Teil nehmen? Ja, woher weiß man welche? Das ist eine gute Frage. Teil der Aufgabenstellung war, dass es ein zyklisch einschrittiger Code ist. Vielleicht sollten wir uns das erstmal nochmal angucken. Was heißt eigentlich ein einschrittiger Binärcode? Genau, also einschrittig heißt, von einem Codewort zum nächsten gibt es nur einen Bit Unterschied. Also wenn wir hier die 000 haben, dann haben wir als nächstes Codewort die 001. Das heißt, in dem Fall auf der dritten Stelle gibt es die Änderung. Von 001 zu 011 ändert es sich auf der zweiten Stelle. Und von 011 zu 010 ändert es sich auf der dritten Stelle. Also das heißt immer wirklich von dem einen Codewort in der Reihenfolge zum nächsten immer nur ein Bit Unterschied. Das ist einschrittig. Könnt ihr jetzt natürlich, ist auch nur mal so am Rande erwähnt, für die Aufgabe noch nicht so relevant, könnt auch zweischrittig sein, dreischrittig, vierschrittig. Das ist dann jeweils die Anzahl der Bits, die sich auf einmal bei einem Schritt ändern. Und das ist dann auch genau die Anzahl der Bits, die sich dann ändern. Was heißt denn jetzt zyklisch in dem Zusammenhang? Ja, also es hat was mit quasi das erste und dem letzten Wort zu tun. Also das letzte Wort eines Codes und das erste Wort, die bilden quasi oder die sind in der gleichen Reihenfolge dann weiter wie davor. Wenn wir jetzt also einen einschrittigen Code haben, Abstand 1 von einem Codewort zum nächsten, dann gilt dieses Einschrittige auch vom letzten Codewort zum ersten wieder. Wenn wir uns das angucken, die 100 zu 000 ändert sich in der ersten Stelle. Also ist das tatsächlich auch eine Einschrittigkeit. Achtung, wenn ich jetzt nur als Beispiel 110 gehabt hätte als letztes Codewort, dann wäre es ja so gewesen, dass ich vom letzten zum ersten Codewort 2 Bit hätte, die sich ändern, dann wäre es auf keinen Fall zyklisch. Oder vielleicht das bessere Beispiel: 100 war das. Fragt mich nicht wieso, aber nehmen wir das mal. Also angenommen, der Code würde jetzt halt in
111 irgendwie dann als letztes gehen, dann wäre das zwar vom vorletzten zum letzten noch einschrittig, aber es wäre auch hier wieder nicht zyklisch, weil in dem Fall sich drei Bits ändern. So. Okay, das heißt also, unser Code und unser Teil unserer Codewörter, die wir auswählen, müssen zyklisch und einschrittig immer noch sein. Hat jemand eine Ahnung, welche sechs Codewörter wir vielleicht geschickt nehmen könnten, dass es immer noch zyklisch und einschrittig ist? Beziehungsweise wir haben ja 2 zu 4, also welche zwei wir rausfallen lassen. Okay, das ist eine Möglichkeit. Wir können sagen, wir lassen die ersten und die letzten drei Bits wegfallen, also das erste und das letzte Codewort, und nehmen nur den Teil hier drin, das passt zufälligerweise. Wir hätten dann als letztes Codewort die 101. Und wenn man die erste Stelle davon ändert, dann kommen wir bei 001 an, was also dann der zyklischen Einschrittigkeit Genüge tun würde. Und dementsprechend wäre das ein passender Teil. Es hätte noch eine andere Möglichkeit gegeben. Wir haben jetzt quasi die Mitte rausgenommen. Was man auch machen kann, ist, dass man quasi von vorne und von hinten die Codewörter nimmt und dann quasi in der Mitte was wegfallen lässt. Das müssten die hier sein. Wenn wir die wegfallen lassen würden, dann hätten wir von 011 zu 111 auch eine Einschrittigkeit und den Zyklus, na gut, den haben wir gar nicht angefasst an der Stelle. Also tatsächlich bei diesem rekursiven Verfahren ist es immer so, dass man entweder in der Mitte dann rausnehmen kann und hat dann immer noch zyklische Einschrittigkeit. Muss halt natürlich gucken, dass man gleich viel auf beiden Seiten nimmt. Oder halt eben von den Außenseiten anfängt, sich die zu nehmen. Das ist so ein ganz gutes Vorgehen, damit findet man meist relativ schnell das Passende. So, jetzt gibt es noch eine Frage. Was wäre, wenn wir die hier wegfallen lassen würden? 110 und 111. Das wäre nicht möglich, denn schau mal, hier von 010 zu 101 hätten wir ja drei Unterschied. Das würde dann nicht gehen. Also wie gesagt, deswegen als Tipp, wenn da irgendwie was ist, rekursives Verfahren und man hat irgendwie zu viel Codewörter und so, dann am besten aus der Mitte rausnehmen oder von den Seiten weg. Also von vorne und von hinten die Codewörter so lange nehmen, bis man genug hat. Das passt an sich. Das ist natürlich die Frage, die ist jetzt auch, die ihr auch zu Hause dann nochmal beantworten sollt. Warum es eigentlich kein zyklisch einschrittig mit ungerader Anzahl an Codewörtern geben kann. Und ich meine, ihr habt ja vielleicht eins irgendwie eben bemerkt, ne? Was passiert, wenn wir hier eine Einschrittigkeit haben? Ja, also genau, die Einschrittigkeit, die Codewörter unterscheiden sich immer nur um eine Stelle. Das heißt, wenn wir uns angucken würden oder wenn wir uns anschauen, nehmen wir mal hier unser erzeugten Code, wir gehen von 000 zu 001, dann haben wir hier um eine Stelle geändert. Wenn wir also dann wieder zurück kommen wollen würden auf unseren Code, dann müssen wir wie viele Stellen ändern? Okay, wir haben eine geändert, also müssen wir irgendwo auch eine zurückändern. Und wir haben gleichzeitig ja auch so dieses Ding, wir haben hier eine Rekursion, ein paarweise Rekursion, wo wir das Ganze aufbauen. Wenn wir jetzt ungerade haben wollen würden,
Sieht so ein bisschen schwierig aus, ne? Wenn wir hier sagen, wir nehmen, wollen irgendwie nur drei Stück nehmen. Gerade in diesem kleinen Viererbeispiel, ne? Wenn wir jetzt was weglassen würden, haben wir so ein bisschen das Problem, weil irgendwie das letzte erste Codewort müssen wir irgendwie zwei ändern. Dürfen wir nicht. Dann haben wir nicht mehr Einschrittigkeit. Oder wenn ich das hier rausnehme, müssten wir zwei ändern. Also, was man hier vielleicht so sieht, ne, wir können nicht einfach nur sagen, wir verzichten irgendwie auf ein Codewort. Also sorgen irgendwie dafür, dadurch, dass der Code dann eine ungerade Anzahl an Codewörtern hat. Aber irgendwie brauchen wir immer zwei. Gut, das ist im Prinzip auch das an der Stelle. Das Wichtigere hier an der Aufgabe ist auch wirklich die Sache mit dem rekursiven Verfahren, dass ihr das gut könnt. Die Winkelkodierscheibe ist halt mehr so ein nettes Ding am Rande. Merkt euch trotzdem, dass es 360 Grad sind, falls irgendwie dazu doch noch eine Klausuraufgabe kommt oder so. Und wenn wir im achtlangen Code 1 rausnehmen, naja, ich könnte das hier einfach mal rausnehmen. Dann haben wir das Problem, dass von der Stelle zu der hier sich zwei ändern. Dann ändern sich auch 2-Bit. Das letzte, das erste, auch da gilt, Achtung, es geht immer darum, die Anzahl der, also die Bits ist auch immer wichtig, wo sind sie gesetzt, an welcher Stelle. Und genau, zyklisch muss es dann auch immer noch sein. Also insofern, ne, denkt dran, ihr könnt einen einschrittigen Code haben, der eventuell einschrittig ist, aber dann nicht mehr zyklisch. Ihr könnt theoretisch auch einen zyklischen Code haben, der aber vielleicht nicht einschrittig ist, weil er zweischrittig ist. Das könnte man theoretisch auch irgendwie hinkriegen. Aber einschrittig und zyklisch, darum geht es hier auch dann in der Aufgabe an der Stelle. Gut. Und dann. Es ist eine textuelle Argumentation für Aufgabe Teil C. Und für die Frage, wenn man die letzten beiden wegnimmt, dann bist du von 111 zu 000. Das ist dreischrittig dann in dem Fall. Gut. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alle möglichen Beispiele durchgespielt an der Stelle. Und dann würde ich mit euch nämlich sagen, dann gehen wir nämlich mal weiter zur Aufgabe 2, wo es um Pharno-Kodierung geht. Wir haben verschiedene Symbole. Sie sind mit AI bezeichnet und diese Symbole haben jeweils dazugehörige Wahrscheinlichkeiten. Für unser Beispiel hier. Nehmen wir mal nur vier Symbole. Wir nehmen A, B, C und D. Und im Rahmen der Aufgabe sollen auch noch ein paar Sachen berechnet werden. Nämlich das erste ist der mittlere Informationsgehalt oder auch als Entropie bezeichnet. Später dann auch noch die mittlere Codewortlänge und die Redundanz. Kann jemand ganz grob ein bisschen was anfangen mit diesen Worten? Was heißt eigentlich die Entropie für uns? Oder was steckt da so ein bisschen hinter? Ja, Erwartungswerte ist so ein gutes Stichwort. Ja.
Genau, es geht so ein bisschen über Erkenntnisgewinn. Die Überraschung des Ganzen ist ein gutes Stichwort. Also etwas, ja, so ein schönes Beispiel ist halt eigentlich, wie ist das, wenn man einen Buchstaben übermittelt bekommt, eine Buchstabe in einem Text. Wenn E kommst, E ist relativ häufig, das überrascht einen vielleicht nicht so sehr, wie wenn man irgendwie ein X kriegt. Das überrascht einen doch etwas mehr und dann hat man vielleicht auch etwas mehr Informationsgehalt halt dadurch dann mit dabei. Und insofern auch richtig gesagt, ne, wenn die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dann ist der Informationsgehalt dann entsprechend eigentlich auch höher. Genau, das hier so ein bisschen am Rande. Für die Berechnung der Entropie gibt es eine Formel. Und ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass ihr die jetzt hier super in den Chat schreiben könnt. Ich glaube, das geht dann irgendwie eher nur schief. Wichtig ist, dass ihr die. Also da würde ich halt sagen, das solltet ihr euch merken, falls es in der Klausur kommt. Die Formel wird eigentlich dann halt erwartet, dass ihr sie könnt. Sowohl für die Entropie als auch für die mittlere Codewortlänge. Und es gibt, glaube ich, sogar zwei Schreibweisen. Die wir jetzt hier einmal nehmen, ist die ich persönlich einfacher finde. Und zwar heißt es, wir haben, jetzt muss ich gerade mal gucken, Stift haben wir hier. So, unsere Entropie wird auch als H bezeichnet. Und das Ganze ist die Summe von I gleich 1 bis n. Ne, wir erinnern uns, da unsere Symbole hatten ja die Bezeichnung von AI und mit den Wahrscheinlichkeiten dazu P von AI. So, also die Summe von I gleich, das muss nur 1 heißen, I gleich 1 bis n von der Wahrscheinlichkeit von P von AI mal dem Logarithmus Duales, also dem zur Basis 2 von 1 geteilt durch P von AI. So, kann jetzt jemand, wenn wir diese Formel haben, kann jetzt jemand relativ platt, banal versuchen auszudrücken, was wir also machen müssen, um unsere Entropie auszurechnen? Genau, im Endeffekt ist das eine große Summe, wo wir die einzelnen Wahrscheinlichkeiten summieren. Im Endeffekt auch einfach nur einsetzen in die Formel. Wir müssen halt gucken, wir haben zweimal die Wahrscheinlichkeiten drin, einmal hier vorne und einmal hier hinten in dem Bruch. Das heißt, wir wären jetzt hier, wenn wir durchgehen, dann würden wir quasi anfangen mit 0,1 mal Logarithmus Duales von 1 geteilt durch 0,1 plus das nächste Symbol b 0,6. Auch hier setzen wir ein. Die Wahrscheinlichkeit mal Logarithmus Duales von 1 durch 0,6. Und die Frage am Rande, das n, das gibt uns hier quasi den Hinweis, genau das heißt, dass wir halt alle Symbole in dem Ganzen hier durchgehen. In dem Fall ja, die Anzahl der Wahrscheinlichkeiten hier oder die Anzahl der Symbole eigentlich. So, dann haben wir noch c, das ist 0,05. Machen wir mal eine schöne 5 raus.
Und das letzte Symbol, was noch fehlt, ist D. Das sind die 0,25. So, und ich weiß nicht, ob ich das schon die letzten Male gesagt habe. Habe ich bestimmt schon irgendwie gesagt, um Gottes Willen, wie ist denn das jetzt? Taschenrechner, ja, nein, vielleicht. Hier an der Stelle ganz klares Ja. Dürft ihr den Taschenrechner hierfür benutzen, für diese Rechnung? In der Klausur wird in der Regel, was heißt in der Regel? In der Klausur ist kein Taschenrechner erlaubt, aber dann sind es in der Regel irgendwie Berechnungen, die man so noch hinkriegt. Und damit man sich da vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen besser fühlt, schauen wir uns noch mal kurz, bevor ich das ganz, weil ich kann die Rechnung, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das irgendwie circa 1,49. So, noch mal ganz kurz eben an, wie ist das eigentlich Logarithmus Duales? Ich sagte schon, das ist zur Basis 2 das Ganze. Heißt also, wenn ich beispielsweise sowas habe wie Logarithmus Duales von 8 oder auch einer anderen beliebigen Zahl, dann heißt das für mich eigentlich die Frage 2 hoch wie viel? So ein Fragezeichen hier gerade. 2 hoch wie viel ergibt 8? Das ist eigentlich das, was hinter dem Logarithmus Duales steckt. 2 hoch wie viel ergibt 8? Okay, ja, das weiß ich. 2 hoch 3 ergibt 8. Das heißt, mein Ergebnis, so, das gehört hier natürlich da nicht mehr hin, wäre dann 3. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich habe nicht Logarithmus Duales von 8, sondern ich habe vielleicht ein Logarithmus Duales von 6, den könnte man halt nehmen. Dann ist auch wieder die Frage, 2 hoch wie viel ergibt 6? Und jetzt wissen wir halt, 2 hoch 2 ergibt 4, 2 hoch 3 ergibt 8. Sind wir vielleicht nicht so ganz, haben wir keine gerade Zahl. Also könnten wir halt schätzen, und ich sage jetzt ganz bewusst hier schätzen, das könnte dann vielleicht irgendwie so um die 2,5 sein. Ganz ohne, dass ich jetzt irgendeinen Taschenrechner nehme. Damit könnte man halt irgendwie grob abschätzen. Und das ist also sowas eher dann, was man dann in der Klausur vielleicht hätte, dass man dann noch irgendeine Zahl hat, wo man das grob abschätzen kann. Ohne dass man jetzt diese einzelnen kleinen Komma-Werte oder irgendwas hat. Oder eventuell steht dann sogar direkt dabei, also jedenfalls war das in den bisherigen Jahren so, wenn es ein komplizierteres etwas ist, dann würde vielleicht stehen, der Logarithmus Duales von 1 durch 0,25 ergibt Wert x. Und dann steht halt dann der Wert x dazu. Gut, das ist der kleine Exkurs zum Logarithmus Duales. Natürlich kann man das Ganze auch zu anderen Logarithmen machen. Aber wir sind jetzt hier im Binärsystem, es geht um Bits. Und unsere Formel basiert auch auf der ganzen Geschichte hier. Dann haben wir den mittleren Informationsgehalt. Den können wir nämlich direkt eben auch hier aus den einzelnen Symbolhäufigkeiten berechnen. Und den nächsten Schritt, den wir hier machen sollen, ist, wir sollen eine Fano-Kodierung angeben. Mal schauen. Da habe ich den Text nochmal. Eine Fano-Kodierung kann. Welche Einheit? Ah, welche Einheit das Ganze? Okay, ja, danke. Das habe ich übersprungen. Das sind natürlich Bit an der Stelle. So, dann war halt eben jetzt. Da wollte ich hin. Eine Fano-Kodierung. Wer kann mir denn sagen, wer kann mir denn jetzt sagen, wie das mit der Fano-Kodierung funktioniert? Wie komme ich von meinen Wahrscheinlichkeiten? Okay, genau, ich muss sortieren.
Und in dem Fall, ja, sortieren kann ich irgendwie in zwei Richtungen, aufsteigend, absteigend, nach größter Wahrscheinlichkeit. Was heißt nach größter Wahrscheinlichkeit? Also fangen wir an mit dem größten oder mit dem kleinsten? Genau, wir fangen mit dem größten an, beziehungsweise wir sortieren das Ganze absteigend. Und zu der Zwischendurchfrage mit dem anderen Ergebnis. Ich wollte jetzt hier nicht im Detail noch auf die Rechnung raus. Ich meine eigentlich bei mir, das müsste hinhauen mit den 1,49. Sonst nochmal die Rechnung überprüfen. Man vertippt sich auch schnell bei dem Ganzen. Und was ich ganz gerne auch nutze, vielleicht auch da Tipp am Rande, gibt die Webseite Wolfram Alpha. Das kann man ganz gut auch nutzen für irgendwelche komplexeren Berechnungen, dass man auch das immer noch sieht oder anpassen kann. Vielleicht kennt ihr die eh schon aus der Schule. Ich sag mal, so ein typischer Windows-Rechner oder Linux-Rechner ist halt nicht immer so komfortabel in der Eingabe. So, wir sortieren nach absteigender Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir fangen mit dem größten an. Das ist das B mit 0,6. Dann haben wir 0,25. Das ist das D. Nächst kleiner ist 0,1, das A. Und 0,25. Nein, nicht 0,25. Was mache ich denn hier? 0,1 natürlich das letzte. 0,05. Sollte aufpassen. C. Okay, wir haben sortiert. Sehr schön. Nächster Schritt. Okay, wir müssen Gruppen bilden. Und das Ganze so, dass wir möglichst ungefähr gleich große Wahrscheinlichkeit haben bei den Gruppen, also als Gesamtwahrscheinlichkeit. Wir dürfen bei der Gruppenbildung, das ist ganz wichtig und das ist auch wichtig, dass man das für dann die weiterfolgenden Wiederholungen bei der Gruppenbildung nicht ändert. Wir dürfen bei der Gruppenbildung nicht unsere Reihenfolge wieder ändern. Also es müssen halt die einzige, was wir quasi machen dürfen, wir nehmen das, was wir hier haben. Also im Endeffekt, wir hatten hier B mit 0,6. D mit 0,25, A mit 0,1 und C mit 0,05. Das Einzige, was wir jetzt hier in diesem Schritt machen dürfen, ist quasi einen Strich hier irgendwo zu setzen, einen Querstrich zu setzen und diese vier Symbole in zwei Gruppen zu teilen und dabei möglichst gleich große Gesamtwahrscheinlichkeit in beiden Gruppen zu haben. Wo könnte ich den oder wo müsste ich den Strich dann hier jetzt quasi setzen oder die Trennung machen? Nach dem B gucken wir uns das mal an. Also, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich mache das nach dem B, dann hätte ich hier vorne eine Gruppe, wo nur das B drin ist, mit der Gesamtwahrscheinlichkeit 0,6. Und ich hätte dahinter eine Gruppe mit D, A und C und einer Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,4. Das ist jetzt nicht ganz gleich, 0,6, 0,4, aber wir haben auch keine andere Möglichkeit. Wie ich schon sagte, wir dürfen die Reihenfolge nicht ändern. Es muss die gleiche Reihenfolge bleiben. Das Einzige, was wir also machen könnten, wäre, dass D hier nochmal in die Gruppe nach links mit rüberschieben. Das geht aber nicht, denn damit würden wir noch mehr dieses Ungleichgewicht verändern. Dann hätten wir vorne statt 0,6 0,85
und 0,15 auf der rechten Seite. Und damit haben wir dann einen Unterschied von, soll ich gesagt, 0,8, von 0,7. Und wenn wir aber 0,6 zu 0,4 haben, haben wir einen Unterschied von 0,2. Also das ist schon hier in dem Fall die möglichst gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit, die wir hier haben können. Sind das immer zwei Gruppen? Ja, eine Standard-Fano-Kodierung sind immer zwei Gruppen. Auch eine Standard-Huffman-Kodierung, wo wir gleich nochmal hinkommen, sind auch immer zwei Gruppen. Weil wir da über binär das Ganze reden. Nur das einmal vorweg, aber Huffman gucken wir uns gleich nochmal getrennt an, weil da habt ihr ja noch eine Spezialaufgabe zu. Ja, genau, das ist jetzt ein guter Punkt. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben jetzt quasi einmal unterteilt und was wir machen können, ist, wir können dem Ganzen schon mal anfangen, etwas zuzuweisen in der Aufteilung an für unsere Codierung. Genau, das B kriegt oder die Gruppe hier beim B kriegt erstmal eine 0 und die zweite Gruppe, die kriegt eine 1. In dem Fall ist das halt eine führende 1, denn die Gruppe besitzt noch mehr als ein Element. Wir müssen das Ganze so lange weitermachen, bis wir in jeder Gruppe, in jeder Aufteilung nur noch ein Element haben. Das heißt, wir würden uns als nächstes die Gruppe hier vorne mit dem B angucken. Gucken, wenn das mehrere Elemente wären, müssten wir noch weiter unterteilen. Haben nur eins, das heißt, wir sind hier fertig. Aber hier hinten, die zweite Gruppe, das reicht noch nicht, also müssen wir weiter unterteilen. Auch. Ja, also rein formal würde man erstmal sagen, B kriegt 0 als führende 0. Und wir sehen aber dann jetzt auch im zweiten Schritt, dass wir hier keine weitere Aufteilung von der Gruppe machen können. Und dementsprechend können wir das dahinter wegnehmen und sagen, okay, das ist nur noch ein Element, dann ist es definitiv auch eine 0. Vorsichtig mit dem 0, also in dem Fall sind wir bei der vorderen Gruppe, deswegen die 0, ne? Wenn wir jetzt noch statt dem B hier irgendwie noch einen E drin hätten, beispielsweise, dann wäre das definitiv eine führende 0 und wir müssten danach dann B und E auch nochmal aufteilen. So, tatsächlich. Ich weiß es gerade nicht, was du mit nicht eindeutig meinst. Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, wo du das mit der Nicht-Eindeutigkeit her hast. Ich glaube, also es gibt noch einen anderen Grund von Nicht-Eindeutigkeit. Den haben wir hier gerade jetzt nicht unbedingt drin. Es ist relativ viel eigentlich in diesen ganzen Geschichten, wenn wir hier Binärbäume oder Binärcodes aufbauen, dass die linke Seite die 0 kriegt und die rechte die 1. Rein formal ist es andersrum genauso richtig, weil es immer noch ein gültiger Code ist. Führt nur eher dazu, dass derjenige, der sich den Code anguckt, dann mehr durcheinander ist. Genau, zum Thema Nicht-Eindeutigkeit, das muss ich gerade mal gucken, habe ich. Na gut, das ergänze ich gleich dann sonst noch das Thema der Nicht-Eindeutigkeit. Da waren wir stehen geblieben. Also, wir müssen die zweite Gruppe auch nochmal aufteilen. Vorschläge für eine Aufteilung der zweiten Gruppe.
Genau, wir kriegen das Ganze, wir haben 0,25 und 0,1 und 0,05. 0,05? Ja, doch. Wenn wir die 0,25 nehmen, dann ist der Rest noch insgesamt 0,15 groß zusammen. Das heißt, es ergibt absolut Sinn, dass wir hinter dem D die nächste Trennung machen und dann quasi sagen, okay, wir haben hier unser D mit 0,25. Das ist die eine Gruppe. Wir trennen als nächstes auf. Und unsere zweite Gruppe ist dann das A mit 0,1 und das C mit 0,05. Wohlgemerkt, ne, rein prinzipiell, jetzt schiebt sich's wieder. Rein prinzipiell ist hier vorne natürlich trotzdem die Trennung, die immer noch gilt von dem Ganzen. Also, dass da noch diese andere Gruppe dann auch noch existiert. Das heißt, wir sind hier, das ist eine quasi nochmal eine Subtrennung von dem, wo wir hier sind. Deswegen hatte ich auch schon gesagt, führende 1. Und das heißt, hier das erste kriegt eine 0 dazu. Genau. Wir sind aber in der Unterstufe, das heißt, wir wissen, wir haben was davor, wir geben eine 0 dazu und vielleicht bräuchten wir noch was danach. Okay, wir sehen aber, das ist nur noch ein Element, das heißt, da wird keine weitere Aufspaltung nötig sein. Das endet also auf einer 0 und auf der rechten Seite, wir wissen, wir haben was davor, in dem Fall die 1. Wir haben zwei Elemente und wir sind auf der rechten Seite, also wir haben eine 1 und wir haben zwei Elemente, das heißt, wir müssen nochmal aufspalten, es kommt noch was danach. Und jetzt ist natürlich relativ einfach. Da haben wir hier einmal A mit 0,1 und B mit 0,05. Was wir einfach in der Mitte trennen. Und auch hier wieder dann entsprechend unsere Kodierung zuweisen. Auf der linken Seite kommt eine 0, auf der rechten Seite eine 1. Und damit haben wir quasi alles so weit aufgeteilt, dass wir nur noch einzelne Elemente haben. Auch hier gilt, wenn wir hier nicht nur das D hätten, sondern wenn hier zwei Elemente wären, dann hätten wir hier parallel auf der Seite auch noch wieder aufspalten müssen. Unser Baum hat sich jetzt halt so ein bisschen so ergeben, dass er halt ein bisschen rechtslastig ist an der Stelle. Das ist aber, also zumindest von der Anzahl der Elementen. Von den Wahrscheinlichkeiten ist er relativ ausgeglichen, denn wir erinnern uns, B hat mit 0,6 einen relativ hohen Wahrscheinlichkeitswert. Und das führt dann, wenn man das sich als Waage anguckt, natürlich dazu, dass sowieso der Baum erstmal sehr weit nach links von Anfang an schon kippt und rechts dann so ganz viele Ästchen dann halt rumhängen. Also wie so ein Baum, der einen dicken Ast nach links hat und ganz viele kleine Ästchen nach rechts. Genau. Ein Fall, auf den ich hier einmal eingehen wollte, den wir jetzt hier gerade nicht hatten, aber hätten haben können, ist ich mache mal ein sehr simples Beispiel. Wir hätten drei Elemente haben können, die einfach zufällig den Wert 0,05 alle haben. Und wenn wir das Ganze aufteilen sollten, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, trenne ich hinter dem ersten oder trenne ich hinter dem zweiten Element? Rein prinzipiell ist das egal, denn wichtig ist halt die gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit oder ungefähr gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit und ob ich dann 0,1 und 0,05 habe oder ob ich 0,05 oder 0,1 habe, macht da erstmal nicht den Unterschied. Das heißt, ich könnte halt theoretisch entweder hier oder hier setzen. Persönlich bevorzuge ich immer, das Größere vorne zu haben und das Kleinere hinten, aber das ist wie gesagt egal. Zweite Möglichkeit, was man auch haben kann, was zwischendrin vorkommen kann, ist, dass wir jetzt muss ich mal kurz überlegen.
es wird jetzt gerade schwierig, das irgendwie mit den richtigen Zahlen zusammengebogen zu bekommen. Mal schauen. 0,1. Und. Vielleicht sowas etwa. Also angenommen, wir haben 0,25, 0,10, 0,10 und 0,9. Und das wären A, B, C und D. Da dürfte ich sowieso viele verschiedene Möglichkeiten machen, wenn ich mir das hier so angucke. Kommt nicht ganz auf das Beispiel raus, was ich haben will. Ja, so ist es besser. So, dann würde ich jetzt hier sagen, okay, ich nehme die ersten, also ich nehme 0,15 und 0,10 und 0,10 und 0,9. Weil dann hätte ich 0,25 vorne und 0,19 in der zweiten Gruppe. Das heißt, ich könnte rauskommen auf, ich habe A, B und C, D. Es hätte jetzt aber durch die Sortierung auch sein können, dass ich als zweites nicht das B aufgeschrieben habe, sondern das C, weil das beides ja die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, 0,10. Und insofern hätte bei entsprechend anders aufgeschriebener Sortierung hätte es auch sein können, dass ich A, C und B, D habe. Ja, also wenn ich die Sortierung mache und ich habe zufälligerweise die gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit, dann darf ich mir aussuchen. Null. Dankeschön. Ja, das Beispiel ergibt nur Sinn, wenn ich 0,09 schreibe. Genau, mir ging es aber tatsächlich hier vor allem um die beiden Symbole hier in der Mitte. Also wenn ich die gleiche Wahrscheinlichkeit für zwei Symbole habe jeweils, dann kann ich halt mir aussuchen, welches ich als erstes schreibe, welches ich als zweites schreibe. Beziehungsweise wenn dann halt eben in einer Aufteilung, also in der Aufteilung ich dann halt eben das eine vielleicht in die eine Gruppe nehme und das eine in die andere Gruppe, kann es halt sein, dass ich dadurch einen kleinen Unterschied in der Codierung natürlich dann auch kriege. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich jetzt hier mit dem ersten Fall weiter anfange aufzuteilen, kommt was anderes raus für die Codierung, als wenn ich das mit dem zweiten Fall nehme. Das einfach nur als Hinweis gilt sowohl für Fano-Codierung als auch für Huffman-Codierung. Gut, das aber halt jetzt wie gesagt nur als Beispiel am Rande. Deswegen schieben wir es nochmal weiter an den Rand. Und wir haben hier unsere Aufteilung ja ganz hübsch gemacht, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Denn wenn wir entsprechend die Gruppierung gemacht haben, dann müssen wir eine Sache natürlich noch tun. Ja, wir müssen noch die Codewörter irgendwie aufschreiben. Das heißt ja auch, geben Sie eine Fano-Codierung an. Also irgendwie, wenn wir das nicht tun, dann haben wir zwar irgendwie Gruppen gebildet, aber kein Code gemacht. Also, Codewörter. Wir haben ja unsere entsprechenden B, D, A und C. Und genau, alles anfügend, zusammenfügen zu Codewörtern. B hatten wir ja schon gesagt, das ist relativ einfach, das lesen wir hier ab. Jetzt einfach mal so zur Übung frage ich doch einfach mal, was ist denn für C das Codewort? Genau, das ist 111, denn wir sind in der rechten Gruppe, sind immer noch in der rechten Gruppe und nochmal in der rechten Gruppe. Das heißt, wir kommen auf dreimal die 1. Wenn wir uns das D angucken, dann sind wir in der rechten Gruppe mit der 1, in der linken Gruppe mit der 0
Mehr gibt es dann auch nicht. Also sind wir da bei 1, 0. Und dann fehlt uns noch das A. Da sind wir einmal in der rechten Gruppe. Also fangen wir mit einer 1 an. Sind nochmal in der rechten Gruppe. Führen mit einer 1 fort. Sind in der linken Gruppe. Und enden mit einer 0. Das heißt 1, 1, 0. Und das wäre unser angegebener Code. Bei der Gelegenheit vielleicht mal die Frage danach, was ist eigentlich die Fano-Bedingung für einen Code? Das haben wir so jetzt ganz implizit mit erfüllt mit unserem. Aber erinnert sich jemand von euch an die Fano-Bedingung? Was bedeutet das? Ja, also es heißt, genau, kein Wort aus einem Code bildet den Anfang eines anderen, ein Codewort bildet den Anfang eines anderen Codewortes. Das heißt, wenn ich ein Codewort habe wie D, was hier mit 1,0 anfängt, dann darf nicht ein anderes Codewort mit 1,0 anfangen, weil es dann zur Verwechslungsgefahr käme. Heißt, umgekehrt auch nichts anderes, als wenn ich jetzt hier mal ganz wild einen beliebigen Code mir hier hinschreibe und ich davon ausgehen darf, dass der vollständig ist, also ich nicht irgendwo vorne oder hinten was abgeschnitten und verloren habe bei der Übertragung, dann muss ganz genau eindeutig erkennbar sein ein Rückschluss auf meine Codewörter. Ich darf jetzt also hier keine Zweideutigkeit haben, sondern wenn ich hier meinen kodierten Text habe, dann muss ich ganz eindeutig auf die Codewörter zurückgehen können. Und das sehe ich ja auch. Ich habe hier 1, 1 habe ich nicht, 1, 1 allein habe ich nicht. Das kann noch A und C sein. 1, 1, 0 ginge, das heißt, hier wäre die erste Trennung. Das wäre dann das A. Dann habe ich eine 0. 0 ist kein Anfang von irgendwas anderem, ist nur das B, kann nur das B sein. Und dann sehe ich hier hinten auch noch C, das ist die 1, 1, 1. Das ist so ein bisschen der Sinn dahinter, dass es eben da diese Eindeutigkeit gibt. Wenn die Bedingung nicht erfüllt wäre, ja, also wenn eure Codewörter diese Bedingung nicht erfüllen, dann ist es keine gültige Fano-Kodierung, weil das eben inhärent ist mit einer Fano-Kodierung, dass die Fano-Bedingung erfüllt sein muss. Also das wäre jetzt tatsächlich, ist tatsächlich eine gute Kontrolle für euch, falls ihr jetzt euch vertippt habt und ihr habt nicht 110 geschrieben, sondern 100 bei A, dann würdet ihr hoffentlich mit einem Blick oder auch vielleicht erst einen zweiten Blick sehen, oh, D ist der Beginn von A und das ist gar nicht gut. Das dürfte halt nicht sein. Also darüber kann man das nochmal gegenprüfen. Und auch für eine Huffman-Kodierung gilt die Fano-Bedingung, auch wenn es Huffman heißt. Genau. Fano-Bedingung ist nicht gefragt im Aufgabenblatt, aber es ist wichtig zu wissen. Irgendwann kommt bestimmt eine Frage mal dazu. So, dann haben wir jetzt hier unseren Code geschrieben. Ich sagte vorhin schon, wir hatten ja jetzt die Entropie vorhin berechnet. Das andere, was wir eben noch brauchen, oder was wir jetzt berechnen sollen, ist die mittlere Codewortlänge. Also vorhin wissen wir so ein bisschen, okay, wie sehen wir eigentlich, was ist so unser Erwartungswert, wie sehr werden wir überrascht oder nicht überrascht. Jetzt mittlere Codewortlänge ist halt eigentlich, was ist eigentlich auch möglicher Informationsgehalt. Dafür brauchen wir tatsächlich die Symbolkodierung, also unseren Code hier. Wenn wir den nicht hätten, ohne den können wir das nicht machen, denn das ist eben davon abhängig. Und auch hier gibt es eine Formel. Versuche die mal so hübsch wie möglich hier reinzuschreiben.
Unsere mittlere Codewortlänge auch mit H0 bezeichnet, ist auch wieder eine Summe. Das kennen wir schon. Von i gleich 1 bis n. Fängt an mit p von ai. Ja, erinnern uns, das waren also die Wahrscheinlichkeiten von dem Symbol mal L von AI. So, wofür steht denn jetzt das L hier in dieser Formel? Richtig, das ist die Codewortlänge. Und deswegen müssen wir halt eben erst den Code gebildet haben, oder die Codierung gebildet haben. Vorher können wir die mittlere Codewortlänge gar nicht berechnen. Also auch hier würden wir wieder einsetzen. Also für alle unsere Symbole einmal. Wir gehen das Ganze durch und wir haben machen wir mal so, ist ein bisschen hübscher. Also wir haben unser erstes ist das B gewesen. Da habe ich also 0,6 ist das P von AI. Das war die Wahrscheinlichkeit. Was schreibe ich jetzt also bei der Länge hin? Da schreibe ich einfach 1 hin, genau, weil B halt eben Codewortlänge 1 hat, ist nur die 0. Dazu addiere ich dann das D, 0,25 war die Wahrscheinlichkeit. Und in dem Fall mal 2 ist das, denn wir haben beim D. Haben wir unser Codewort, braucht dann eben 2 Bits. Und so mache ich das dann für die anderen beiden auch. Also dann haben wir noch 0,1 fürs A, in dem Fall mal 3. Und 0,05 fürs C, ebenfalls mal 3. Genau. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, müssten wir doch 1,55 kommen. Wir erinnern uns vorhin, die Entropie waren wir bei 1,49 Bit. Ich fange schon wieder an, hier die Einheiten zu unterschlagen. Wir sind jetzt bei 1,55 Bit, das ist auch gut. Die mittlere Codewortlänge sollte nicht, was heißt sollte, die mittlere Codewortlänge ist größer gleich der Entropie. Also sie kann gleich sein oder größer, aber wenn sie kleiner ist, dann ist wahrscheinlich irgendwas falsch. Und gibt auch noch eine letzte Sache. Also wir haben ja, wie gesagt, das eine ist halt irgendwie auch so möglicher Informationsgehalt, die mittlere Codewortlänge. Es ist mehr möglich, aber es wird halt weniger benutzt und dementsprechend kann man eine dritte Sache noch ausrechnen. Das ist die Redundanz. Und erinnert ihr euch, wie die Redundanz ausgerechnet wird? Genau, das ist H0, also die mittlere Codewortlänge minus die Entropie, der Entropie minus dem H. Und in dem Fall bei uns wären es dann 1,55 Bit minus 1,49 Bit. Gleich 0, was sind das? 0,06 Bit müssten das sein. Also eine relativ geringe Redundanz bei uns. Kann natürlich auch höher sein. Okay, die Frage zu H und Negativ. Achtung, es gibt, wie gesagt, zwei Formeln. Ich habe jetzt in beiden Fällen die genommen, wo wir einfach nur die Summen auf diese Art und Weise bilden.
Es gibt auch noch eine Formel, wo es dann ist, minus die Summe. Die werde ich jetzt hier nicht noch dazwischen schreiben, dann kommt ihr auch wieder durcheinander. Guckt euch das gerne auf den Folien an. Ich glaube, da sind beide Varianten drauf. Also es gibt wirklich zwei genau äquivalente Formeln und wichtig ist natürlich, dass man eine von den beiden dann auf jeden Fall hat, die dann auch passt. Ich weiß nicht, welche jetzt in diesem Jahr. Ah ja, gut. In der Redundanz ist das so, dass da minus, minus, genau, die Minus-Minus-Formel gemacht wird und deswegen man da auf eine entsprechende andere Rechnung kommt. Genau, also an sich möchte man möglichst wenig Redundanz. Ihr müsst natürlich so ein bisschen dann eben schauen, ein bisschen so ein Gefühl bekommen. Wenn du mit minus h rechnest. Gott. Erstmal das eine zu Ende. Also das mit der Bewertung, sagt, müsst ihr mal ein bisschen so berechnen, auch ein bisschen Gefühl bekommen, wie ihr das, wie das vielleicht mit der Redundanz ist bei unterschiedlichen Längen und Ausnutzung. Ihr könnt ja vor allem mal gucken bei der Hausaufgabe, wie sich das da ergibt, was vielleicht auch der Unterschied ist, wie ihr das da an der Stelle seht. So, und die Frage mit dem, wenn du mit minus h rechnen würdest, dann würdest du eine Redundanz berechnen, die aus einem entsprechend anderen. Wenn du minus h, also dieses minus h Formel hast, dann hast du da ein entsprechend anderes Ergebnis in der Klammer der Gesamtformel, wo du aber trotzdem aufs gleiche Ergebnis kommen solltest. Also wie gesagt, die beiden Formeln für das h sind an der Stelle äquivalent. Du musst halt eben gucken, dass das halt sauber ist an der Stelle und das richtige Ergebnis ist. So, was sehe ich da noch an Fragen? Okay, die Entropie noch mal ganz kurz. Vielleicht noch mal etwas anders formuliert. Es ist halt eben so ein bisschen, man weiß, also es gibt ein Informationsungleichgewicht zwischen Sender und Empfänger. Und wenn der Sender jetzt dem Empfänger eine Nachricht sendet oder auch eben eventuell auch nur ein Bit sendet oder eben ein Codewort, dann geht es halt eben darum, wie viel mehr Informationsgehalt hat der Empfänger eigentlich dadurch. Also wenn wir, das war vorhin halt eben ja das Beispiel, wenn wir was mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit haben, beispielsweise wenn Text kodiert und mitgeteilt wird, ein Buchstabe mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit, da hat dann der Empfänger vielleicht etwas höhere Informationsgehalt, als wenn er etwas kriegt, wo er ein Buchstabe ist, der recht häufig verwendet wird. Wo man dann sagt, okay, das kann jetzt in dem Text 13.000 verschiedene Worte, wie das weitergehen kann, oder Teilworte, wie es weitergehen kann. Also wenn ich Text kriege und ich kriege ein E als erstes übermittelt, dann fallen mir mehr Worte ein, wie es weitergehen kann, als wenn ich ein X als erstes übermittelt kriege. Da ist das so ein bisschen mit der Entropie her. Ich glaube, in den Folien sind auch noch mal zwei, drei Beispiele dazu, meine ich. So. Und die Redundanz
Naja, im Prinzip geht es bei der Redundanz darum, wie optimal halt der Code das Ganze ausnutzt. Also wenn wir eine relativ hohe Redundanz in dem Ganzen haben, dann sind wir irgendwann vielleicht an einem Punkt, wo man sagen könnte, da hätten wir vielleicht noch irgendwie, vielleicht noch eine Information mehr mit unterbringen können, vielleicht noch ein Symbol mehr mit unterbringen können. Okay, so relative Redundanz auf den Folien. Okay. Wofür die benötigt wird. Da muss ich tatsächlich sagen, dass. Das ist eine gute Frage, die ihr einfach am besten bitte nochmal Herrn Meder mitgebt. Das kann ich euch tatsächlich gerade auch nicht sagen. Ist mir jetzt so noch nicht viel untergekommen, aber dafür ist er auch der Prof und ich nur die Person, die das Tutorium macht. Er wusste es auch nicht. Ja, das ist doch schön. Also, wenn wir nachher noch Zeit haben, können die, die noch Lust haben, können wir gerne dann sonst mal irgendwo uns in die Recherche werfen für das Thema. Ich kann das so ad hoc jetzt auch nicht sagen, tatsächlich. Wie gesagt, ist mir eigentlich das Übliche ist tatsächlich die Entropie, die mittlere Codewortlänge und die Redundanz. Ja, wenn er es auch nicht weiß, dann wäre es, glaube ich, auch nicht so gut, wenn er dann irgendwelche Aufgaben dazu stellt. Ich hoffe, bis dahin weiß er es. Oder schreibt das Thema sonst nochmal in. Es gibt auch im Moodle gibt es das den auch Question and Answer Bereich, dieses das Overflow. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt offiziell heißt, in dem Unterbereich. Da nochmal die Frage rein, wo dann kann man nochmal vielleicht die Frage nochmal gesamt versuchen für alle zu beantworten und zu gucken. Aber ich stimme der Aussage zu. Ist mir bisher auch noch nicht so wirklich über den Weg gelaufen, die relative Redundanz. Ja. Okay, das war Fahnenkodierung. Jetzt muss ich einmal gucken. Und schon wieder. Genau, jetzt haben wir das nächste, die Codierung nach Huffman. Ich würde gerne mit euch. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Da wollte ich hin. Ich würde gerne mit euch einmal ganz normal eine Huffman-Codierung durchgehen. Ich sage das vorweg, weil es im Aufgabenblatt eben ja nicht eine ganz normale Huffman-Codierung ist, sondern entsprechend mit einem entsprechenden anderen Wert, also als nicht binär, sondern etwas erweitert. Aber ich finde es, glaube ich, einfacher, wenn wir uns dem Ganzen nähern, wenn wir einmal eine Huffman-Kodierung machen. Und im Zusammenhang von Huffman-Kodierung redet man dann halt auch gerne von Huffman-Bäumen. Kann sich jemand erinnern oder hat zufällig eh die Folie gerade vor sich, wie das bei Huffman war, wenn wir eine Kodierung nach Huffman angeben wollen? Genau. Wir fangen an mit. Wir fangen an mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit. Auch hier müssen wir sortieren. Also, sortieren nach Wahrscheinlichkeiten. In dem Fall halt aufsteigend. Sprich, genau andersrum als bei der Fano-Kodierung. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch merkt, was wie rum ist. Wir fangen mit der kleinsten an. Das wäre bei uns das
C. Ich mache das jetzt mal ein bisschen abgekürzt. C, A, B und nee, D und B wäre das. Mit den entsprechend zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Das ist 0,05. Null Komma eins. 0,25 und 0,6. So, was machen wir als nächstes? Genau, wir nehmen die mit der geringsten Wahrscheinlichkeit und fügen die zu einem neuen Symbol zusammen. Das heißt, in unserem Fall wäre das also C und A. Sind das hier immer zwei? Das ist genau die richtige Frage an der Stelle. Da wir hier einmal den klassischen Huffman-Baum durchgehen, der also ein Binärbaum wäre, sind das bei uns hier immer zwei. In der Hausaufgabe habt ihr ja den, was ist das, der Radix R-Wert mit R gleich 4 gegeben. Da hättet ihr dann entsprechend dessen, wie das definiert ist, mehr Symbole zur Verfügung. Also das Ganze, die Anzahl der Symbole ist. Na gut, das machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Bleiben wir erstmal bei Binär, um das einmal um die Basis zu schaffen. Und dann gucken wir uns gleich mal die Unterschiede an, wie das denn eigentlich gemeint ist mit der Hausaufgabe und welche Änderungen es da gibt. Beim Binär-Huffman-Baum sind das immer zwei, die wir zusammenfassen. Und das heißt in dem Fall also C und A, dann würden wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,15 haben. Quasi als neues Symbol, wo unser C dran hängt, wo unser A dran hängt. Und auch hier 0 und 1 für die jeweiligen Wege des Ganzen. Das ist erstmal nur zusammengefasst. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen weitergehen. Was müssen wir dann nämlich wieder tun? Ja, jetzt kommen wir nämlich in den Unterschied zu dem, was wir eben gemacht haben. Wir haben die beiden kleinsten zusammengefasst und wenn wir das gemacht haben, dann tun wir eine Sache, die ich damit zusammenfüge, wo wir gerade sind. Drittens, was im Endeffekt das gleiche ist wie erstens, nämlich sortieren. Wir sortieren das Ganze ein. Wir haben hier 0,15, was als Neues sich ergeben hat. Und sortieren das ein in die Reihe der restlichen Symbole. Das heißt 0,15, dann hätten wir hier unser D mit 0,25 und unser B mit 0,6. Und wenn ich eben schon sagte, drittens ist quasi so wie erstens, dann könnt ihr ahnen, was wir jetzt als nächstes machen müssen, nachdem wir das Ganze sortiert haben. Zusammenfassen. Genau. Und zwar wieder zwei Stück.
für den binären Huffman-Baum. Und man nimmt halt auch da wieder die kleinsten. Insofern. D und B sind im Moment, okay, die Frage nach der Reihenfolge hier. Wir haben ja die beiden Symbole mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit zusammengefügt. Die beiden kleinsten waren C und A. Das Ganze hat ein neues, quasi hier uns so einen neuen Knoten gegeben, mit einer Gesamtwahrscheinlichkeit von C und A. Das sind die 0,15. Also das Ganze hier ist so ein Knoten. Und diesen Knoten, den müssen wir in die Reihe der anderen Symbole einsortieren. Und die übrigen Symbole, die wir noch hatten, waren 0,25 und 0,6. Und dadurch ist es halt zufällig so, dass das halt auch ganz links gelandet ist. Es hätte jetzt auch sein können, natürlich, dass wir irgendwie, dass hier 0,4 oder so als Gesamtwahrscheinlichkeit rausgekommen wäre. Keine Ahnung, wenn wir 0,2 und 0,2 gehabt hätten an den Zweigen hier, dann wäre 0,4 gesamt gewesen. Dann hätte ich D, das Symbol mit 0,4 und dann die 0, und dann B sortiert. Also das Sortieren ist wirklich genauso wie vorher aufsteigend, kleinste Wahrscheinlichkeit nach links und dann nach rechts immer höher. Genau, und wir fassen jetzt halt wieder die beiden kleinsten zusammen. Das ist jetzt halt zufälligerweise, betrifft es halt eben hier auch das neue Symbol mit. Das heißt, wir verknüpfen das mit dem D. 0,15 und 0,25 gibt mir jetzt 0,4 als Gesamtwahrscheinlichkeit. Das ist der neue Knoten und an diesem Knoten hängt zum einen der alte Knoten, den ich hier eben hatte, mit den 0,15. Gut, das machen wir nochmal ein Tickchen schöner, sonst kann man das hier gar nicht mehr lesen. Genau, der eine Knoten hier mit 0,15, den wir eben hatten, wo wir ja auch wussten, dass da dran einmal das B und das A hängen. Außerdem die Wahrscheinlichkeit von 0,05 für das C und die Wahrscheinlichkeit von 0,1 für das A. Die Symbolkodierung für den Knoten hier unten. Und auf der rechten Seite kommt jetzt eben der Knoten D dazu. Liegt der Knoten D, das Symbol D dazu mit der Wahrscheinlichkeit von 0,25. Und die Symbolkodierung für die entsprechenden Äste. Na, also jetzt haben wir quasi hier aus der sortierten Reihenfolge wieder die beiden kleinsten Symbole genommen, wobei das eine Symbol halt zufälligerweise Knoten mit angehängten Dingen ist. Das ist also der hier plus das D, das zusammengefasst. Und nach dem Zusammenfassen machen wir dann natürlich wieder was. Was haben wir eben nach dem Zusammenfassen gemacht? Wir sortieren das Ganze, denn wir haben noch das B über. B hat 0,6, also bleibt das zufälligerweise immer noch rechts davon. Das heißt, wir haben sortiert und würden dann wieder zusammenfassen. Wenn wir jetzt das zusammenfassen, 0,4 und 0,6 ergibt uns eine 1,0 ganz oben. Das ist dann auch am Ende unser Wurzelknoten für den gesamten Baum. Wir hängen links dran die 0,4 mit allem, was darunter hängt. Also die 0,15. Sowie das D. Und unter der 0,15 hing dann ja noch C und A jeweils drunter. Entsprechende Symbolkodierung. Okay, und das ist alles, was unter der 0,4 hängt. Was wir also links an die 1,0 gehängt haben. Und rechts haben wir dann das B mit der Wahrscheinlichkeit 0,6.
und entsprechend eine Symbolkodierung oder an den Ästen jeweils die entsprechende Kodierung 0 und 1. Jetzt haben wir keine Symbole mehr, mit denen wir sortieren können. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben 1,0 als Gesamtwahrscheinlichkeit oben an der Wurzel vom Baum. Das sieht auch ganz gut aus, ist eigentlich das, was auch eigentlich ja zu erwarten ist, wenn wir alle Wahrscheinlichkeiten zusammennehmen, die zumindest wenn die Wahrscheinlichkeiten alle Ereignisse abbilden, dann sollte ja, dann sagt uns 1,0, dass wir dass es quasi für jedes Ereignis eine Wahrscheinlichkeit gibt und die Wahrscheinlichkeiten halt so sind, dass sie irgendwie auch mal auftreten. Falls in irgendeiner Aufgabe mal irgendwie nicht 1,0 rauskommt, dann kann ich natürlich nicht ausschließen, dass es irgendwo mal einen Fehler gibt, weil irgendwo vielleicht in der Aufgabenstellung da nicht aufgepasst wurde, aber eigentlich ist halt 1,0 oben der Wert. So, und jetzt können wir auch hier eine Kodierung ablesen aus dem Ganzen. Und kann mir jemand sagen, wie die Kodierung für das A hier lauten würde? Genau, das A wäre 001. Wie haben wir das also abgelesen? Wir gehen entsprechend der Äste lang, solange bis wir bei dem entsprechenden Symbol sind. Das A ist hier unten. Wir fangen bei der Wurzel an. Wir gehen den linken Ast mit einer 0, linken Ast mit einer 0, rechten Ast mit einer 1, kommen dann zur 001. Und entsprechend können wir das für die anderen ablesen. Das B ist dann entsprechend eine 1. Das C ist eine 000. Und D ist eine 01. Auch hier gilt eben diese Fano-Bedingung, was ich schon gesagt hatte. Also wenn ihr euch das anguckt, auch hier die Kodierung ist anders als eben, was wir bei der Fano-Bedingung hatten, obwohl wir die gleichen Ausgangswahrscheinlichkeiten genommen haben. Ich gucke gerade noch mal ganz kurz. Doch, sollten genau die gleichen sein, die wir eben genommen hatten. Wir haben eine leicht andere Kodierung, aber tatsächlich die gleichen Wortlängen. Fano-Bedingung ist aber immer noch erfüllt in dem Ganzen. Genau, auch hier jetzt eher so ein bisschen Zufall, dass hier links so viele Äste runterragen in dem Baum. Das hat den gleichen Hintergrund wie eben schon, dass wir halt hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf der rechten Seite haben, die halt das Ganze im Gleichgewicht hält. Das ist jetzt erstmal ein Baum nach der ganz normalen Huffman-Kodierung für binär das Ganze. Okay, ob die Fano-Bedingung hier auch zwangsläufig notwendig ist. Also die Fano-Bedingung ist auch ein Teil einer Huffman-Kodierung. Wenn du eine Huffman-Kodierung hast, dann hast du am Ende auch also einen Huffman-Baum, dann hast du auch die Fano-Bedingung mit erfüllt. Insofern da auch nochmal ein gutes Gegenprüfen. So, jetzt wird es ein wenig spannender. Jetzt habt ihr hoffentlich erstmal grob verstanden, wie so ein Huffman-Baum aussieht und wie man auf den kommt, ne? Also, dass man halt an sich sortieren und dann immer die kleinsten Wahrscheinlichkeiten zusammenfassen. Für die Hausaufgabe wurde jetzt gesagt, naja, okay, ihr macht das da irgendwie mit einem R gleich 4. Und es ist so ein bisschen die Frage, naja, wie kommt man dann jetzt auf das, wie man da, was man da eigentlich machen muss? Also wenn wir uns das beispielsweise mal anschauen, wir gucken uns das einfach mal an mit leicht anderen Werten. Ich habe jetzt von A bis F genommen und ich habe jetzt gesagt, okay, wir nehmen mal R gleich 3. R
R gleich 3. Was sagt uns das Ganze, wenn wir den Aufgabentext uns angucken? Heißt das eher auch für uns, wie viele Symbole haben wir eigentlich zur Verfügung? Ne, das Alphabet der Symbole von 0,1, Punkt, Punkt, Punkt bis R minus 1. Das heißt, wenn ich jetzt sage R gleich 3, welche Symbole habe ich zur Verfügung für meine Äste? Meine Symbole gehen von 0,1, Punkt, Punkt, Punkt bis R minus 1. Ich habe R gleich 3. Wie viele Symbole habe ich für meine Äste? Okay, vergesst erstmal links einfach nur. Einfach nur erstmal die entsprechende. Mir geht es erstmal nur um das R gleich 3. Mir geht es noch gar nicht um die einzelnen Symbole mit den Wahrscheinlichkeiten, die wir da links haben. Die nutzen wir gleich. Aber erstmal nur R gleich 3. Was bedeutet das für das Alphabet der Symbole? Wie viele habe ich da zur Verfügung? Genau, 0, 1 und 2 habe ich in dem Fall zur Verfügung. Schreiben wir das mal so. Mein Alphabet besteht aus 0, 1 und 2. Das heißt, wir können jetzt auch schon irgendwie überlegen. Ne, das heißt also R minus 1. Das heißt, R ist immer ein Gro Wert größer als was die Anzahl der Gott, als die Länge des Alphabetes der Symbole. Machen wir es so. Nein, ist das Länge des Alphabetes der Symbole und meine Symbole sind halt um einen kleiner als R. Eben hatte ich ja nur 0 und 1. Das heißt, wir können uns sehr gut genau natürlich denken, das hieße also, mein R war dann um einen kleiner. Das heißt, für einen Standardbinärbaum ist R gleich 2. Das vielleicht einmal, dass man das so noch einmal sich denkt. Okay, jetzt habe ich also 0, 1 und 2 als Möglichkeit an den Ästen. Das heißt, ich habe hier irgendwie, wenn ich hier, wenn ich hier so einen Knoten habe, dann darf ich insgesamt 1, 2, 3 Verbindungen dazu setzen. Bei R gleich 3. Also das ist jetzt wichtig. Alles, was wir uns jetzt angucken gerade, ist für R gleich 3. Genau, der Punkt ist auch richtig. Also ich hänge jetzt nicht nur R minus 1 dahinter, sondern es geht halt Werte bis R minus 1. Also wenn ich R gleich 10 hätte, dann hätte ich Werte von 0 über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis zur 9. Und was war genau R? Ist halt, also R ist eben vorgegeben für uns jetzt halt eben 3. Und es geht halt darum, wie viele Symbole werden kombiniert. Das heißt also, für R gleich 3 habe ich 3 Symbole, die zu einem neuen Knoten kombiniert werden und entsprechend 0, 1 und 2 dann hier dran schreiben würde. Ja, wie gesagt, eben hatten wir ja nur zwei Äste jeweils an dem Knoten mit 0 und 1. Jetzt haben wir 0, 1 und 2 und haben 3 Äste. Okay, was fällt uns auf, wenn wir das Ganze uns jetzt einmal anschauen? Also ich habe eine Anzahl an Symbolen. Ich weiß gar nicht, ist dazu Ja. N sei die Anzahl der Symbole. Das ist das, was jedenfalls im Aufgabentext ist. Also ich habe eine Anzahl der Symbole. Und wenn ich jetzt was zusammenfüge in einem Schritt, wie viel, ja, was passiert dann mit der Anzahl der Symbole, wenn ich quasi einen Schritt durchführe und einmal so einen Knoten erstelle?
Ja, drei Wörter werden zusammengefasst und das Zusammenfassen heißt ja dann noch mal eine andere Sache. Also drei Wörter werden zusammengefasst, aber sind die dann einfach weg? Wir sind in einem Knoten. Genau, das heißt, ich habe in meinem Beispiel, mache ich aus dreien, mache ich ja quasi eins, ne? So, ganz blöd. Das heißt, mein N, verringert sich dann um wie viel? N war die Anzahl der Symbole, also wenn ich jetzt dann quasi einmal zusammengefasst habe. Ja, okay, genau, dann wird das also 2. Das heißt, was hier dann gleichzeitig auch passiert, ist, dass N um 2 sich verringert in so einem Schritt. So, es ist aber natürlich an sich eigentlich viel spannender, wie sind da irgendwo auch noch Abhängigkeiten zu meinem R. Weil ich will das ja versuchen, auch ein bisschen allgemeiner mir anzuschauen. Was könnte ich da vielleicht sagen? Was bedeutet das in Abhängigkeit von R eigentlich für so ein Zusammenfassen von den Knoten? Also ich will jetzt nicht n minus 2 schreiben, für was hier passiert, sondern ich will halt irgendwie n minus, dann mache ich eine Klammer auf und jetzt will ich hier in der Klammer das R stehen haben. Was passiert mit der Anzahl meiner Symbole in Abhängigkeit vom R? Okay, genau. R minus 1 ist das hier. In unserem Fall. Ne? Also unser R war 3, wir ziehen 2 ab, also 3 minus 1 wäre 2, also müssen wir halt R minus 1 sagen, was wir hier für die Anzahl der Symbole abziehen. Soweit schon mal ganz gut. Das klingt jetzt erstmal relativ allgemein. Das heißt, irgendwie hat hier dieses, wir machen irgendwas mit den Knoten, hat irgendwie was mit R minus 1 zu tun. Jetzt ist halt eben so ein bisschen schwierig. Wie man auf das R minus 1 kommt. Okay. Naja, also im Endeffekt ist das halt ein Wild Guess von uns natürlich. Wir haben halt eben gesagt, okay, n minus 2, das sehen wir hier. Also unsere Anzahl der Symbole, wenn wir einmal Knoten bilden, da werden ja aus drei Symbolen wird dann irgendwie ein Knoten. Und da wir Knoten danach ja beim Einsortieren wie ein Symbol behandeln, haben wir quasi statt drei Symbolen haben wir dann halt irgendwie ein Symbol. Plus natürlich halt alle anderen, die in der gleichen Zeile noch dann an Symbolen existieren. Dass wir statt 3 nur noch 1 haben, heißt also, dass wir insgesamt 2 Symbole weniger haben, nachdem wir einmal zusammengefasst haben. Also n minus 2, weil n die Anzahl der Gesamtsymbole ist. Und jetzt war halt die Frage, wie können wir eben verallgemeinert auf dieses 2 kommen? Und die Chance ist ja irgendwie relativ hoch, dass dieses Zusammenfassen, das hat ja damit zu tun, welches R wir haben, nämlich wie viel fassen wir zusammen, wie viel können wir zusammenfassen. Also müssen wir irgendwie gucken, wie wir n minus und dann irgendwie mit dem R muss das zusammenhängen.
Wenn wir jetzt n-r nur sagen würden, wäre das bei uns aber n-3. Das wäre zu viel. Ja. Sondern es ist halt einer weniger. Also es ist n-3 minus 1 in unserem Beispiel, was sich ja daraus ergibt, dass wir sagen, okay, wir ziehen einmal, wir ziehen an sich eigentlich einmal komplett, nehmen wir drei Symbole weg, weil das r gleich 3 ist. Aber dann kommt, das Minus wird dadurch ja quasi wieder zum Plus, also einer weniger hier. Dann kommt ja ein neuer Knoten wieder hinzu. Eine Hausaufgabe macht ihr das mit 4. Ja, genau. Es ist an sich nur die obere Formel und ein bisschen umgeschrieben. Aber dieser Schritt ist halt tatsächlich auch, ist nicht so ganz so einfach. Leider müssen wir uns so ein bisschen uns dem Ganzen jetzt annähern, weil sonst können wir den Teil 2 der Aufgabe nicht machen. Das ist ja langweilig. Oder zumindest nicht einen Teil davon machen. So, genau. Ich wollte also darauf hinaus, also dieses Knotenbilden haben wir also so dieses R minus 1. Was für die Hausaufgabe ja mitgegeben wurde, damit trotzdem ein möglichst ausgelasteter Knoten da ist, muss man halt eben gucken, wie das ist, wenn er nicht ganz sauber aufkommt. Ja, also wenn wir, ich mache jetzt einfach nur mal bei Schnauze hier gerade so einen Knoten. Da haben wir zwei Dinge dran. Hier haben wir irgendwie noch was dran. Da haben wir was dran. So, dann zwei, drei. Sehr schematisch einfach nur mal dargestellt, das Ganze. Angenommen, ich würde, also, ne, das ist hier einmal ein Knoten, wo ich zwei Sachen dranhänge. Das muss ich ja natürlich ordentlich machen. So, genau. Also ich hätte ganz links, hätte ich quasi einmal zwei dran. Ich hätte zwei Elemente dran. Ich hätte links. Das ist ein schlechtes Bild. Lass mich das nochmal kurz neu malen. Dann wird es auch gleich viel hübscher und übersichtlicher. So, da haben wir eine Ebene und da haben wir eine Ebene. Also, dann haben wir hier. Quasi von dem Wurzelknoten gehen drei Äste ab. Der eine Ast haben wir sofort ein Element. Das ist immer noch nicht optimal. Ach, genau. Theoretisch geht das ja so. So, sowas wollte ich von der Art haben. Also, wir haben Wurzelknoten. Davon gehen zwei ab. An dem einen hängt dann irgendwie vielleicht so ein Element wie unser großes B, was wir vorhin hatten. Und wir haben hier nochmal, wo ein Knoten dran hängt, wo nochmal drei dran hängt. Das wäre für r gleich 3 und n gleich 4, also vier Symbole an der Stelle. Und jetzt haben wir halt eine Sache, nämlich hier an dem Wurzelknoten dürfte, weil r gleich 3, dürfte ja theoretisch auch noch was dranhängen. Haben wir aber nicht, weil wir als erstes angefangen haben, hier unten die drei zusammenzufassen. Und dann danach, nach dem Einsortieren, nur noch ein Element über hatten. An sich klingt das ja nicht so schlimm. Und jetzt ist halt die Frage, warum ist jetzt dieser Wurzelknoten nicht besonders ausgelastet und was ist das Schlechte daran? Naja, es geht einfach darum, wenn ich da jetzt ja entsprechend für die Codewörter meine Zahlen dran schreibe, 0, 1 und 2, 0, 1 und 2, dann hätte ich hier einmal 0 und ich hätte 1, 0, 1, 1 und 1, 2.
Und das wäre jetzt quasi mein Code für die vier Symbole. Kann man machen. Fano-Bedingung ist auch erfüllt, also insofern, das wäre okay. Aber ein Ziel bei einer Codierung ist ja auch möglichst sparsam das Ganze zu haben. Und um halt auch Bits irgendwie zu sparen. Und das Problem ist halt hier, eigentlich verschwende ich gerade die 2, weil die habe ich überhaupt nicht genutzt. Und wenn ich jetzt statt der 1, 2 dieses Symbol da halt hätte, dann bräuchte ich da für das Symbol ja ein Bit weniger. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn ich halt mit einem höheren R als 2 arbeite. Also nicht binär das ganze Huffman mache, sondern größer. Dann. Ja, die Codes könnten auch entsprechend anders sein. Darum geht es mir. Mir geht es nicht um die Codelänge. Also in dem Beispiel wäre das jetzt halt einmal Codelänge 1 und dreimal Codelänge 2. Sondern es geht halt eher darum, dass hier wir quasi die Verschwendung haben, dass wir die Codelänge 1 für nichts benutzt haben. Und das ist halt dadurch gekommen, dass die normale Vorschrift ja ist, dass wir sagen, wir nehmen die x kleinsten Symbole, wobei x ist halt unser R, ne? Wir nehmen die drei kleinsten Symbole, fügen die zusammen, dann sortieren wir wieder, dann fassen wir wieder zusammen, und dann die nächsten drei und so weiter. Und das Ziel bei der Aufgabe 6.3 ist eben eine allgemeine Vorschrift zu finden, mit wie vielen ich starten muss. Ja, also wenn ich jetzt nämlich hier nicht mit 3 angefangen hätte, sondern jetzt mal ohne die Wahrscheinlichkeiten an der Stelle gerade schon mal zu berücksichtigen, sondern einfach gesagt hätte, mein erster Knoten, den mache ich nicht mit 3, ne, sondern den mache ich halt eben nur mit 2. Dann hätte ich ja nach dem Zusammenfassen noch entsprechend 2 einzelne Symbole gehabt, ne, ein links, ein rechts und den Knoten. Und dann wäre der Knoten hier auch optimal ausgelastet. Das ist also das Ziel hinter dieser Aufgabe 6.3. Ihr könnt euch vielleicht ahnen, warum ich schon sehr auf dem R-1 rumgeritten bin. Das ist ein relativ wichtiger Teil. Das heißt, wir haben einmal die Abhängigkeit von unserem R. Aber wir müssen halt auch noch mal überlegen, okay, ich habe vielleicht auch unterschiedliche Anzahlen an Codewörtern, mit denen ich an, nicht an Codewörtern, an Symbolen, mit denen ich anfange. Ne? Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich jetzt damit versuche, einen entsprechenden Baum aufzubauen. Können wir erstmal einmal vielleicht kurz sortieren. Wie wäre das hier? Wie war das? Was hatten wir gesagt? Wir sortieren das Ganze vom kleinsten zum größten, ne? Das heißt, wir fangen an mit dem C. Dann käme das A. Dann das E, das D, das B und das F. Und entsprechend. Na gut, wobei das habe ich auch oben drüber. Das brauche ich da jetzt gerade einmal nicht reinschreiben, weil das hier sonst, wie gesagt, sonst ein bisschen eng wird. So, ich könnte jetzt hier sagen, R gleich 3. Ich nehme die ersten 3, füge die einmal zusammen. Dann komme ich auf
0,1, 0,2, 0,25, also auf 0,35. Wo dann C, A und E darunter hängen. Und dann müsste ich die anderen ja auch wieder einsortieren. Das D war 0,2, das ist also hier. Das B ist auch 0,2. Ach Gott, das muss da auch noch rechts, links daneben. Und das F war 0. Na gut, okay. Mach das nochmal neu. Also, wir wissen, D, B und F werden hier gleich links sein. Und hier ist unser 0,35 Knoten mit C, A und E. Und dann könnte ich ja jetzt im nächsten Schritt, würde ich die kleinsten wieder zusammenfassen. Ich möchte es gerade nicht ausschließen, dass ich mich gerade verrechnet. Ah, ich habe das B eingerechnet, ne? Ja. Danke, 0,3 wäre das. An der Sortierung ändert das nicht unbedingt was, aber es ist ein 0,3. Danke fürs Aufpassen. So, und dann würde ich jetzt quasi ja hier links die anderen drei kleineren nehmen. Mit 0,2, 0,2 und 0,3. Also 0,7 wäre das Ganze. Und wenn ich das Ganze dann zusammenfasse, machen wir es gleich mal auf die richtige Seite. So, und dann kann ich das nämlich zusammenfassen zu einer 1,0. Und merke aber, mir fehlt hier irgendwie einer. So, also die sind hier quasi aus der Stufe davor. Und dann hätte ich hier halt eben genau dieses Problem, dass ich zu viel habe. Dass mir einer fehlt. Das heißt, ich komme mit einer Anzahl, was ist hier n? N ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komme ich nicht genau auf. Ich kann mir das Beispiel natürlich auch mit einer anderen Menge anschauen. Beziehungsweise mit einem anderen Vorgehen anschauen. Also wenn ich jetzt halt eben sage, ich starte nicht mit dreien beim ersten Zusammenfassen, ne, das war ja hier diese 0,3, sondern ich sage, ich fange mit zweien an. Also C und A wäre das. Das wäre 0,15. Dann hätte ich nur C und A und würde den hier quasi leer lassen. Und wenn ich den einsortiere, dann hätte ich hier halt, muss mal gucken, E ist auch 0,15. Das heißt, ich würde dann hier E, D, B, F machen. Dann hätte ich hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme
meine nächsten drei Symbole, also mein Knoten und zwei und mache daraus dann wieder einen neuen. Das wären dann 0, was ist das? E und D sind 0,35. Okay. Mir geht es jetzt nicht genau um die Wahrscheinlichkeiten. Also, ich sage 0,35 müsste da drin stehen. ED. Achso, und das B dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das gehört auch zu. Dann ist es aber auch nicht 0,35. So schnell. Also E, D und B wären ja die. Nein. Ich bringe mich selber durcheinander. Das ist, weil ich Platz sparen will. Es tut mir leid. Also, wir haben C und A zusammengefasst. Wir haben ED mit der Größe 0,2 und, nein, nicht 0,2, ED, doch, D ist 0,2 und 0,15. Das heißt, wir fassen natürlich den Knoten hier zusammen mit den anderen beiden. So rum. E und D. Das Ganze wird zu 0,5. Und dann hätte ich noch B und F über. Nein, nicht auf der Ebene. Und dann könnte ich jetzt das Ganze nehmen. Jetzt muss ich das gerade hier einmal hier unten hinzeichnen. Dann hätte ich quasi hier meinen Knoten mit der 1. Ich hätte hier meine 0,5. Beziehungsweise hier auf der anderen Seite. Was haben wir? B war 0,2, F war 0,3. Also ich habe B, ich habe F, ich habe 0,5. Und an der 0,5 hängen einmal die 0,15 sowie C und A. Und dann rechts E und D. So, und was wollte ich damit jetzt eigentlich demonstrieren? Ich wollte damit zeigen, dadurch, dass wir hier als beim zweiten Vorgehen gesagt haben, wir fangen zum Beispiel nicht an, drei zusammenzufassen, sondern wir nehmen hier beispielsweise ein weniger, dass wir hier jetzt dazu kommen, okay, wir haben auf der obersten Ebene 3 und wir haben darunter haben wir auch 3 und ganz unten ist halt hier ist quasi dann ein so ein offenes. Und was wir jetzt hier also beispielsweise ja gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir haben nicht R zusammengefasst, sondern irgendwie haben wir hier, haben wir beispielsweise jetzt R minus 1 zusammengefasst. Das muss aber nicht für alles gelten. Der ungenutzte Ast hier unten, der ist ja dann auch okay. Also es geht quasi darum, in dieser Aufgabe eben rauszufinden, wie viel ihr halt sinnvoll zusammen, also wie viel, mit wie viel ihr hier unten anfangt. Wie viel wie viele ungenutzte Äste hat man eigentlich ganz unten? Und was man da eben berücksichtigen sollte, und deswegen weise ich halt an der Stelle eben auch nochmal darauf hin, wir haben das jetzt gemacht mit n gleich 6. Das hat dazu geführt, okay, wenn wir dann das entsprechend nehmen,
müssen wir einen unten freilassen. Wenn wir jetzt aber n gleich 5 nehmen würden, also beispielsweise ohne das f, dann würden wir auf so einen schönen Baum kommen. Dann hätten wir links die 0,3 und daran hätten wir C, A und E hängen. Und auf der oberen Ebene hängen gleichzeitig noch D und B mit, wo auch der Knoten hängt. Ja, das heißt, wenn wir hier also bei n gleich 5 wären, dann müssen wir irgendwie hier alle nehmen für den untersten Ast. Das sagt uns also eine Sache schon, ne? Wir müssen irgendwie unterschiedlich, also es gibt ein paar unterschiedliche Varianten. Naja, was heißt, wäre besser an der Stelle? Also das hier unten, wir dürfen uns das n ja nicht aussuchen an der Stelle. Klar ist das hier optimaler mit n gleich 5 für r gleich 3. Aber es kann halt ja auch anders sein. Das mit den möglichst gleich hat hiermit nichts zu tun. Das ist die Fano-Kodierung. Bitte nicht durcheinander bringen. Bei Huffman gruppieren wir nur die kleinsten Wahrscheinlichkeiten. Fano-Kodierung, möglichst gleiche Gruppen bilden. Huffman-Kodierung, kleinste Wahrscheinlichkeiten zusammenfassen. Das müsst ihr euch leider einmal merken, was genau welches ist, genauso mit dem, welches aufsteigend und welches absteigend ist. Ich gebe mal den Tipp, dass es nichts mit gerade und ungerade direkt zu tun hat. Also das braucht ihr in dem Zusammenhang. Ich glaube, das führt euch nicht auf den richtigen Weg, wenn ihr über gerade und ungerade denkt. Wir hatten ganz am Anfang, hatte ich mit euch eben einmal geguckt, was passiert, wenn wir Knoten zusammenfassen. Das ist jetzt ja für r gleich 3. In der Hausaufgabe habt ihr ja r gleich 4, das heißt, jedes Zusammenfassen sieht für euch so aus. Was gilt trotzdem auch für die Hausaufgabe? Für die Anzahl der Symbole, es gilt immer noch das hier. Das ist eine allgemeine Beschreibung. Und was sehr wichtig ist, ist dieser Teil hier, der hintere, dieses R minus 1. Das ist der Teil, den ihr mit also den ihr mitbraucht dafür, dass ihr rausfindet. Ja, ihr könnt. R minus 1 sagt ja auch irgendwie was über eine Anzahl an Elementen und so. Und wir haben festgestellt, wir brauchen unterschiedliche Vorgehensweisen für unterschiedliche Situationen. Nämlich einmal, wenn wir das so wunderbar schön schön durchführen können. Und einmal, wenn wir es nicht schön durchführen können. Also hier haben wir gesehen, bei einem beispielsweise n gleich 5. Ne, was haben wir hier gemacht? Da haben wir wie viele Elemente genommen?
Da haben wir 3 genommen. Okay, und 3 ist der Wert R. Okay. Das ist doch ein guter Hinweis. Da haben wir also R genommen. Bei n gleich 6. Da haben wir wie viel genommen? Da haben wir 2 genommen. 2 ist in Bezug auf R. R minus 1. Okay. Kann jetzt leider nicht ganz den nächsten Schritt weitergehen, ohne euch die Lösung an der Stelle zu verraten. Insofern, ich habe hier Dinge schon relativ viel unterstrichen. Ich habe darauf hingewiesen, wir haben hier 2 Fälle, die wir berücksichtigen müssen. Oder 2 Unterschiede, oder 2 Unterschiede, nicht 2 Fälle, sondern 2 Vorgehensweisen. Sagen wir mal Vorgehensweisen. Die Fälle, wie ihr auf die unterschiedlichen Fälle kommt, das ist das, was ihr noch zusammenbringen müsst. Und ich verrate so viel, dass ihr in der Hausaufgabe 3 unterschiedliche Fälle haben. Nein, 3 unterschiedliche Vorgehensweisen haben werdet. Was ein bisschen daran liegt, dass ihr halt, ne, ein weiter seid. Die Frage, ob ihr alle angeben müsst oder nur den effizientesten mit der Auslastung. Also in B ist natürlich in B ist natürlich so, dass ihr den effizientesten angeben sollt. Und in A ist halt die Frage, wie kommt ihr an den effizientesten? Also das ist quasi die formale Beschreibung, wie ihr den effizientesten Baum erstellen könnt. Und es gibt halt, ja, abhängig von der Anzahl der Elemente, die ihr in den Baum bringen müsst, das haben wir ja festgestellt, ne? Wir haben uns jetzt 2 unterschiedliche Anzahlen hier angeguckt, mit direktem Beispiel mit n gleich 5 und mit n gleich 6. Das hier unten ist ja nur erstmal ein strukturierter Baum. Mit n gleich 5 und n gleich 6, da haben wir schon 2, abhängig von der Anzahl der Elemente, 2 unterschiedliche Vorgehensweisen dann gesehen. Okay, das können wir uns gerne gleich nochmal. Da können wir gleich noch einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Wenn ihr ganz vorne den Knoten mit 4 Strängen setzt, dann ist es leider eben nicht am effizientesten, denn du könntest ja 1, 2, 3, 4 haben. Dann geringste Wahrscheinlichkeiten 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir hier noch 2 Elemente, die hier sind. Nee, dann haben wir ein Element, was hier noch über ist. Das andere mal weg. Wie gesagt, jetzt gerade auch nur verschaubildlich. Das wäre unser 1. Dann hätten wir hier das Problem, ne, dass das, wenn wir ganz vorne den Strang. Ach so, ah, okay, das meinst du. Richtig, also das wäre nicht effizient. Was ihr wollt, ist, das ist schon richtig. Der hier soll voll sein. Das ist das Effizienteste. Und dann unten irgendwie weniger. Ich weiß jetzt gerade, ich habe den Baum zum Glück nicht vor Augen, aber deswegen male ich das jetzt einmal schematisch als Beispiel. Da könnte ein Element sein, da könnte ein Element sein. Und dann vielleicht hier einen Knoten. Und dann hat der hier 3. Und der letzte ist hier leer. Genau, das wäre halt
Das wäre dann wahrscheinlich das Effizienteste. Die Frage ist halt, woher wisst ihr, das hier ist ja jeweils der erste Knoten, den ihr gemacht habt, woher wisst ihr, dass ihr hier vier zusammen, nicht vier zusammenfügt, sondern dass ihr hier drei zusammenfügt oder vielleicht gar nur zwei oder so. Ich weiß, wie gesagt, ich habe zum Glück gerade den Baum für die Aufgabe nicht vor Augen, insofern kann ich da quer rüber reden. Und das ist halt der Teil, den ihr zusammenbringen müsst. Und ich weise nochmal darauf hin, so viel wie ich halt hinweisen kann, gibt da irgendwie wohl eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl der Symbole, unserem R, beziehungsweise vielleicht auch R minus 1, weil wir teilweise halt hier irgendwie R genommen haben und teilweise R minus 1 genommen haben. Zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich meinte da an der Stelle, okay, die Frage mit diesem schematischen Beispiel hier. Ich hatte hier ja 1, 2 erstmal geschrieben. Das war der Ast, der hier unten ging. Das war ja, wenn ich davon ausgehe, ich mache als erstes den ersten Knoten, den ich mache, nehme ich alle Elemente. Und das hat ja dazu geführt, dass ich beim Wurzelknoten die 2 gar nicht benutzt habe, wodurch ich drei Codewörter mit Länge 2 hatte und eins mit Länge 1. Und ich auf den ersten Blick eigentlich sehe, dass drei Codewörter mit Länge 2 und eins mit Länge 1 ineffizienter ist als zwei Codewörter mit Länge 2 und zwei Codewörter mit Länge 1. Also dass das hier halt der erste Baum mit alles drei auf der untersten Ebene nicht so effizient ist, wie wenn ich halt dafür sorgen kann, dass ich oben den Wurzelknoten halt mit allem befülle und dann unten halt weniger drin hängen habe. Nee, wenn man am Anfang alle, also am Anfang, du fängst ja von unten an, den Baum aufzubauen. Ja, da müsst ihr immer ja dran denken. Man fängt ja an, zusammenzufügen und dann sortierst du den Knoten wieder ein. Und den Knoten, den du einsortierst hast als allerersten, der ist in der Regel irgendwo halt relativ weit unten. Und die Knoten, die du dann weiter oben beim Zusammenfügen erstellst, die sind dann ja, also die du später beim Zusammenfügen erstellst, die sind dann immer weiter oben. Ja, also der Knoten, ich schneide doch auf der falschen Folie. Der Knoten hier beispielsweise, diese 1, den habe ich ja deutlich später erstellt, erst als die Knoten hier unten. Und der Knoten wiederum, das war halt der, den ich als ersten erstellt habe. Na, also insofern ist tatsächlich die wichtige Frage, wie sorge ich dafür, dass der, ich glaube, soweit darf man mal überlegen und davon ausgehen, wie sorge ich dafür, dass dieser erste Knoten ganz zu Anfang, steht ja auch im Aufgabentext, insofern verrate ich da nicht zu viel. Ganz zu Anfang der nicht ausgelastete Knoten ist und nicht irgendwie erst später. Also ganz zu Anfang der Knoten ist, wo ich nicht alle Äste nutze, wenn es so ist, dass ich nicht alle Äste nutzen sollte. Es gibt natürlich einen Fall, wo es egal ist, weil es immer optimal ist. Ne, das ist der hier in dem Fall als Beispiel, in meinem Beispiel hier mit n gleich 5 gewesen. Da ist es genau okay, wenn ich alle Äste ausnutze, da kommt das genau auf. Aber hier links haben wir halt eben gesehen, so mit n gleich 6 in dem Fall für meinen r gleich 3, da ist es nicht optimal, wenn ich am Anfang alles ausgenutzt hätte. Genau, also das ist eigentlich das Endziel da in dem Ganzen, dass du halt die möglichst kurz die Codewörter hast und du halt ja, kurze Codewörter nicht verschwendest.
Okay. Wie gesagt, ich weise nochmal darauf hin. Interessant war irgendwie so ein N mit unterschiedlichen N. Haben wir unterschiedliche Rs genutzt. Und irgendwie ist dieses R-1 ja auch sehr spannend für uns. So, und dann guckt euch das mal an, im Zweifel durchspielen, vielleicht mit ein paar einfachen Beispielen, ohne dass es genau um die Wahrscheinlichkeiten geht, mit ein paar Beispielen für R gleich 4 durchspielen. Und ich hoffe, dass ihr damit dann schafft, auf diese Beschreibung für A dann auch zu kommen. Gut, dann eine Aufgabe haben wir noch. Uiuiui, mal gucken. Na gut, müssen wir gucken, wie viel wir davon sowieso brauchen. Entropie und alles, das haben wir auch zum Teil schon gemacht. Gut, es geht nochmal um Kodierung. Und zwar würden wir einfach mal sagen, es gibt Ziffern, die sollen. Jetzt habe ich Zahlen geschrieben. Na, okay, also es geht eigentlich um die Ziffern. Ob das noch schnell ändern kann. Also für die Ziffern 1 bis 6 soll eine Kodierung auf 3-Bit-Binärwörtern gemacht werden. Das heißt, wir haben folgende Ziffern: 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ab. Jemand einen Vorschlag, wie wir da eine Kodierung drüber laufen lassen? Also wie wir die Ziffern kodieren können? Wir haben 3 Bit zur Verfügung für jede Ziffer. Das wäre eine Möglichkeit. Genau, das können wir machen. Wir können sagen, wir haben 001, 010, 011, 100, 101 und 110. Für die Hausaufgabe wird euch entsprechend auch die BCD-Kodierung schon vorgeschlagen. Das ist jetzt auch nicht so viel anders und ungewöhnlich. Das ist fast das Gleiche, nur länger. Und dann kommen wir zu den spannenden Fragen. Wie können wir daraus jetzt den möglichen Informationsgehalt, die Entropie und die Redundanz berechnen? Okay. Fangen wir mal an mit dem möglichen Informationsgehalt. Mögliche ist, das hatten wir vorhin ja auch schon gesagt, ne, das ist irgendwie mehr als was wir haben. Das hängt irgendwie auch so zum Teil vielleicht auch mit der Symbolkodierung zusammen. Was wäre für unseren Code hier jetzt der mögliche Informationsgehalt? Naja. Ja, genau. Wir haben hier keine wirklichen Wahrscheinlichkeiten. Ist alles irgendwie auch gleich wahrscheinlich oder unwahrscheinlich.
Das heißt, da brauchen wir, ja, da haben wir nichts an der Stelle. Ja, wir können, genau, wir hatten bei der Berechnung hatten wir sonst dann immer die ganze Summe. Wir können das Ganze hier tatsächlich dadurch, dass wir keine Wahrscheinlichkeiten haben, etwas abkürzen und uns vereinfachter das Ganze anschauen. Und zwar ist es ja so, dass wir an der Stelle ja, was wir halt wissen, wir haben 3-Bit-Binärwörter. Das heißt, wie viel Codewörter könnten wir maximal denn benutzen? Wie viele Codewörter könnten wir erstellen insgesamt? 2 hoch 3, genau. Also wir hätten hier maximal 2 hoch 3 gleich 8 Codewörter. Und im Endeffekt ist das dann eigentlich nur die Rückrechnung des Ganzen, dass wir halt eben sagen würden, okay, wie viel, ja, was ist eben unsere mittlere Codewortlänge? Wir haben jetzt nur gleiche Codewortlängen. Tatsächlich ist also unser möglicher Informationsgehalt Länge 8. Wir haben Codewortlängen, die alle gleich sind. Wir dürfen an der Stelle deswegen tatsächlich sagen, es ist aus unseren Codewortlängen der Logarithmus Duales gibt uns die Codewortlänge von 3 raus oder 3 Bit. Das Ganze aber nur, weil wir gleiche Wahrscheinlichkeiten für alles haben, beziehungsweise keine Wahrscheinlichkeiten eigentlich an der Stelle. Und wirklich die sehr einfache Codierung in dem Ganzen hier. Also die gleiche Codewortlänge. Wir wissen sehr genau, wie viele Codewörter sind das. Und deswegen dürfen wir auch hier eine verkürzte Schreibweise nehmen. In der Hausaufgabe habt ihr es genauso einfach. Auch da sind das irgendwie komischerweise nur eine gewisse Anzahl Bits, mit denen eine gewisse Maximalanzahl an Codewörtern gebildet werden kann, was dann also der gesamtmögliche Informationsgehalt wäre. Aber ihr werdet weniger haben und wir haben hier auch weniger. Wir haben hier nicht 8 Codewörter, wir haben hier 6 Codewörter. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch einmal angucken, wie sieht das eigentlich aus mit den ja, mit der Entropie. Also in dem Fall halt, was ist unser mittlerer Informationsgehalt? Was nutzen wir hier eigentlich? Ihr erinnert euch noch an die Formel? Wer erinnert sich noch an die Formel? Ne, Entropie war H. Genau, wir haben unser Summenzeichen.
von i gleich 1 bis n für alle Symbole, die wir hier oben haben, auch wenn die jeweils dann eine Codierung dazu haben. Und genau, das war dann die Wahrscheinlichkeit für jedes Symbol mal dem Logarithmus. Und jetzt wissen wir was über die Wahrscheinlichkeiten. Was hatten wir eben schon gesagt? Das ist für alle gleich. Genau. Alle gleich heißt also, welche Wahrscheinlichkeit hat eine Ziffer bei uns? Ein Sechstel. Richtig. Das heißt, wir können wunderbar sagen, wir haben sechs Ziffern. 6 mal ein Sechstel mal der Logarithmus duales von 1 durch ein Sechstel, was natürlich nichts anderes heißt als, das können wir auch anders schreiben, wobei, wenn ich das jetzt hier so durchstreiche, dann kriege ich gleich wieder Ärger. 1 durch ein Sechstel ist ja auch wie 1 durch 1 mit die einmal 6 da oben, die 6 da unten weg. 6 mal 1 durch 1. Ach, ist das schön. Logarithmus duales von 6. Das heißt, wir haben hier auch 6 mal ein Sechstel. Das heißt, 6 Sechstel. Eigentlich haben wir nichts anderes hier als Logarithmus duales von 6. Und jetzt seht ihr, warum ich vorhin meinte, in der Klausur oder so kann es auch sein, dass man dann eventuell eine Aufgabe hat, die man auch schätzen kann. Ne? Das wäre jetzt etwas, was wir halt schätzen könnten. Das haben wir vorhin schon einmal kurz gemacht. Oder man schmeißt es in den Taschenrechner. Ich hatte vorhin, glaube ich, was hatte ich gesagt? 2,5. Und ich glaube, im Taschenrechner ist das dann ganz genau 2,585. Da waren wir vorhin mit den 2,5 doch gar nicht so weit davon entfernt. Das ist die Entropie und die Redundanz, ne, das ist dann R gleich H0 minus H. Also 3 minus 2,585 gleich 0,415 Bit. Okay, also das Spannende an der Stelle ist dann halt wirklich einmal, dass ihr da das anwendet, was wir vorhin auch schon mal hatten. Zumindest eben für diesen ersten Teil hier. Und für den zweiten Teil in der Aufgabe heißt es dann gut, man solle versuchen, die Redundanz zu verkleinern, indem man jeweils zwei Dezimalziffern zu einem Codewort zusammenfasst und die Menge der Ausgangscodewörter ist dann halt, na gut, wir haben Dezimalziffern von 0 bis von 00 über 01, 02 und so weiter. Wenn wir hier entsprechend zusammenfassen würden, heißt das nichts anderes, als dass wir dann hier anfangen mit 1, jetzt muss ich gerade mal gucken, nichts Falsches sagen. Genau, ihr fangt in der Aufgabe mit 00 an. Wir haben kein 00, wir fangen mit 1 an. Also wären bei uns halt die Menge der Ausgangscodewörter 1, 1, 1, 2, 1, 3 und so weiter. Also alles immer auf zwei Ziffern. Bis zu
6. 6, ne, das wäre quasi alles einmal paarweise kombiniert. Das heißt, wir hätten 6 Doppelziffern pro Ausgangsziffer. Das heißt insgesamt 36 Codewörter hier. So, und dann wäre halt eben die Frage, wie viel Bits werden für Codewörter benötigt? Und wenn ihr euch so ein bisschen an andere Aufgaben erinnert, wie viele Bits würden wir jetzt wahrscheinlich dann für die... Okay, sonst, das sollten wir zuerst nochmal sicher geklärt haben. Wie kommen wir auf die 36 Codewörter? Ja, entweder habe ich mich verrechnet oder ich habe quasi die Zusammenfassung hier aller Dezimalziffern gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe eine 1 und danach kann eine 1 kommen. Ich habe eine 1 und danach kann eine 2 kommen. Ich habe eine 1 und danach kann eine 3 kommen. Ich habe eine 1, danach kann eine 4 kommen. 1, danach kann eine 5 kommen. 1, danach kann eine 6 kommen. So, dann habe ich alles mit einer 1 abgehakt. Und wenn ich mit einer 2 anfange, nach einer 2 kann eine 1 kommen. Nach einer 2 kann eine 2 kommen. Nach einer 2 kann eine 3 kommen. Nach einer 2 kann eine 4 kommen. Nach einer 2 kann eine 5 kommen. Nach einer 2 kann eine 6 kommen. Jetzt ist mir so ein bisschen das Muster so ein bisschen aufgefallen. Ich habe irgendwie bei einer 1 kann ich irgendwie 6 verschiedene dahinter haben, also habe ich 6 verschiedene Möglichkeiten. Bei einer 2 6 verschiedene Möglichkeiten und das andere dann halt eben auch. Ja, und für die Hausaufgabe habt ihr halt von 0, 0, weil ihr mit von 0 bis 9 die Ziffern habt, also von 0, 0, 0 bis 9, 9 insgesamt, also habt ihr ein bisschen mehr Codewörter als wir. Wir haben halt genau 6 mal 6 Codewörter, also gleich 36 Codewörter. Genau, die erste Frage wäre halt eben, wie viele Bits werden denn für unsere Codewörter benötigt an der Stelle? Ich habe erstmal jetzt hier nur meine Ziffern genommen. Und das Ganze, wenn ich dafür jetzt Codewörter haben will, wie viel Bits brauche ich dann an der Stelle? Okay, die Antwort hier ist 6 Bits. Wie kommt ihr auf 6 Bits? Oder der Vorschlag ist hier 6 Bits? Genau. Also im Endeffekt ist halt eben, müsst ihr eben gucken, wie viele Bits wie lange müssen die sein für das, was wir brauchen. Wir brauchen 2 hoch 6 Bits. Also weil 2 hoch 6 wären 64, 2 hoch 5 wären nur 32. Wir wollen aber 36 Codewörter unterbringen. Und wenn wir das einfach nur dumm durchzählen, binär, dann müssen wir halt eben mit 6 Bits arbeiten. Okay. Wenn wir wissen, dass wir ja, 64 Codewörter haben an der Stelle, wie können wir da jetzt auf einen möglichen Informationsgehalt kommen? Hat da jemand einen Vorschlag, wie das aussehen würde? Okay, ja. Im Endeffekt ist das relativ, naja, ne,
fast knapp daneben, auf die richtige Richtung geguckt. Genau, wir hatten hier ja eben auch schon sowas gesagt, dass wir hier haben wir irgendwie maximal 2 hoch 3 gleich 8 Codewörter. Hier würden wir sagen, hier haben wir maximal 2 hoch 6. Das heißt, wir könnten halt sagen, wir haben 2 hoch 6, beziehungsweise das ist eigentlich dann auch schon unsere Antwort. Logarithmus duales, ah ja Gott, nein, du hast ja recht gehabt mit dem Logarithmus duales. Logarithmus duales von 64. Und wir würden dann auf 6 Bit kommen. Äquivalent zu dem, was wir hier eben auch sagen durften. Wir haben halt eine feste Blocklänge in dem Ganzen. Jetzt ist der Trick in der Aufgabe, dass es heißt, also was ist denn jetzt dieses H0? Worauf bezieht sich das Ganze? Das Ganze bezieht sich auf eines unserer Codewörter. Der mögliche Informationsgehalt, den wir berechnen sollen, ist aber etwas, was wir in dem Ganzen für eine Ziffer brauchen. Sonst können wir das nicht mit dem nächsten vergleichen. Wir brauchen es nur für eine Ziffer. Wir haben 2 Ziffern, ne? Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal hälften und wir kommen auf die Hälfte von dem Ganzen. Wie gesagt, zur Erinnerung, wir haben 2 Ziffern. Wir brauchen den Informationsgehalt für eine Ziffer, denn wir sollen am Ende ja auch die Redundanz bezogen auf eine einzelne Dezimalziffer ausrechnen. Also das ist quasi der Hinweis, ganz am Ende des Aufgabentextes versteckt, dass ihr da noch eine Chance habt, das irgendwie so mitzukriegen oder halt, weil ihr das jetzt von mir hier eben nochmal mit einem großen Zaunfall kriegt, dass wir das auf eine Dezimalziffer runterbrechen müssen. Also wenn wir nur Logarithmus duales von 64 gleich 6 Bit sagen würden, dann hätten wir das bezogen auf beide Ziffern. Wir brauchen es aber auf eine Ziffer, das heißt 1,5 mal 6 Bit, was dann halt 3 Bit wären. So. Die Entropie hatten wir die Entropie hatten wir uns auch schon angeschaut. Bezogen auf eine einzelne Ziffer heißt für uns, hat sich da jetzt irgendwas erwartet? Also wissen, werden wir mehr überrascht, weniger überrascht? Die ist gleich die Entropie. Also warum ist sie gleich? Warum ist es das gleiche wie eben? Genau, weil das halt auch wieder pro Ziffer ist und wir hatten es in Teil 1 schon pro Ziffer. Das heißt, unser H ist das, ich sage jetzt einfach mal, siehe unten, das gilt weiterhin, weil bezogen auf eine Dezimalziffer. Das heißt, durch unsere Umkodierung hat sich eben damit vor allem der mögliche Informationsgehalt geändert, die Entropie nicht. Aber dadurch, dass sich das erste geändert hat, ändert sich natürlich auch die Redundanz ein klein wenig. Und das heißt, wir sind jetzt bei 3 minus 2,58 85 gleich 0,415, nee, nicht 0,415, was Quatsch. Rechnen sollte man können. 0, Moment, irgendwo habe ich hier, wo habe ich denn hier den Fehler gerade gemacht?
mich gerade mal wieder selber ausgespielt. Das ist natürlich super. Das irritiert mich gerade auch ein wenig. Das ist das gerade, warum ich stocke. Das kann natürlich passiert sein, dass wir irgendwie das durch den Rechnungen so haben. Also in der Hausaufgabe sind es definitiv zwei unterschiedliche Werte. Deswegen bin ich nur gerade, wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich gerade selber irgendwo ausgespielt. Ich hatte den zweiten Teil nicht durchgerechnet, aber das kann natürlich trotzdem hinkommen. Ich prüfe das gerade mal ganz schnell noch kurz. Sorry. Kommt davon, wenn man mal andere Beispielwerte nimmt als sonst. Ja. Nein, die Entropie bezogen auf eine Ziffer ändert sich nicht. Wenn wir das Ganze auf ein Codewort betrachten würden, dann würden sich da unter Umständen Unterschiede ergeben. Aber dadurch, dass diese Aufgabe sich auf eine Ziffer bezieht, ist da halt kein Unterschied an der Stelle. Und ich glaube, ich habe tatsächlich geschafft, hier ein Beispiel zu konstruieren, was natürlich super ist, dass ich hier genau den Ausnahmefall konstruiere, wo es das Gleiche ist. Ja, soll vorkommen. Denn so spielt man sich auch manchmal irgendwie aus. Reiner Zufall heißt für unser Beispiel, wir haben nichts gewonnen, nichts verloren. Wir haben es uns nur maximal kompliziert gemacht. Sorry. Aber vom grundsätzlichen Vorgehen ist es trotzdem das Richtige. Die H0, den 6-Bit, genau, das ist das, das ist das. Ja. Gut, passiert. Ja, ich glaube, das werde ich mal Herrn Meder weitergeben als Beispiel, als Spaßbeispiel. Nein, besser nicht, dann landet es nachher in irgendwelchen Aufgaben und das irritiert nur. Auf jeden Fall nehme ich nächstes Jahr eine andere Aufgabe, eine andere Zahl irgendwie, dass das nicht wieder passiert. Also grundsätzlich, wie gesagt, für das Aufgabenteil 2 eben einmal überlegen, wie viele Codewörter sind das insgesamt, wie viele Bits braucht ihr, um die dann zu verbrauchen. Dann dran denken, dass ihr halt eure Codewörter aus, dass das jeweils zwei Ziffern sind. Ne? Das ist irgendwie dann eine zu viel, wie bei uns, also nicht so viel. Und dann Entropie, komischerweise habt ihr die. Und dann nochmal Redundanz neu berechnen. Gut, dann haben wir schon wieder einen verdammt langen Termin. Ich gewöhne mich langsam dran. Ich hoffe, ihr seid nicht zu müde mit dem Ganzen. Zum Glück sind ja bald auch Weihnachtsferien und insofern nächste Woche sehen wir uns aber ja nochmal und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage schon mal Tschüss an alle, die es wollen und ich glaube, ich werde gleich nochmal ein wenig recherchieren, ob ich noch was rausfinde zu dem Thema, was hatten wir gesagt, die relative Redundanz, aber das ist nicht aufgabenrelevant und ich glaube. Ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube auch nicht klausurrelevant. Insofern schon mal Tschüss. Ja?
Also eigentlich ist tatsächlich das Ziel gewesen, die Redundanz zu verringern. Mit meinem Vorgehen der Codewörterbildung haben wir es jetzt geschafft, die Redundanz überhaupt nicht zu verringern, sondern überhaupt nichts zu gewinnen an der Stelle. Ja. Das ist halt, wie gesagt, aber Zufall. Also, ihr solltet in der Hausaufgabe so weit kommen, dass ihr die Redundanz dann verringert habt. Gerne.